Hallo und herzlich willkommen zu diesem Einführungstutorial in Grasshopper für Rhino. Mein Name ist Jan-Philipp Trude. Ich bin Mitarbeiter in der Abteilung für digitale Methoden in der Architektur an der Leibniz-Universität in Hannover. Wir werden uns hier erstmal mit etwas Theorie beschäftigen anhand einiger Grafiken und dann in Grasshopper hineinspringen. Um uns dann dort von der Navigation und den Einstellungen hin zur Erstellung erster Algorithmen vorzuarbeiten und dabei einige zielführende Methoden kennenzulernen. Aber an welcher Stelle möchte ich denn nun gegenüber klassischen Modeling-Tools parametrisch modellieren? Dieser Pokal ist parametrisch modelliert. Die Parameter sind zum Beispiel die Form, die Unterteilung in die Facetten, wie die einzelnen Facetten ausgerichtet sind, etc. Und es hätte wahrscheinlich genauso lange gedauert, diesen Pokal klassisch als Mesh zum Beispiel zu modellieren. Ich habe hier jetzt aber mehr als nur ein einzelnes Objekt erzeugt. Dieses Objekt hat eine Entstehungsgeschichte. Aus dieser Geschichte können im Prinzip beliebig viele weitere Objekte erzeugt werden. Darüber hinaus bietet meiner Meinung nach die Auseinandersetzung mit dieser Entstehungsgeschichte konzeptionell einen ganz anderen Startpunkt als das klassische Modellier-Tools ermöglichen. Zunächst einmal stellt sich ja die Frage, was Grasshopper überhaupt ist, wie es funktioniert. Grasshopper ist zunächst erstmal eine visuelle Skriptumgebung für Rhino. Dazu gibt es hier solche Components oder Nodes, die man ineinander stecken kann. Die haben normalerweise einen Input und einen Output, Input links, Output rechts, die hier durch diese Halbkugeln an den einzelnen Komponenten dargestellt werden. Durch solche Verbindungen, die man damit aufbauen kann, kann man dann eben Algorithmen erstellen. Das Ganze geht jedoch nur in eine Richtung. Man kann also nicht aus einem Output äh, Daten zurückfüttern in einen vorangegangenen Node. Wir zeigen hier mal eine Prozesseinheit. Diese beginnt mit einem Input oder mehreren Inputs. Inputs können sein Geometrie aus Rhino, Primitives aus Grasshopper oder sowas wie Zahlen, Text, Vektoren oder aber auch einfach die Outputs aus vorangegangenen Prozessschritten in Grasshopper. Diese werden dann in einer Prozesseinheit verarbeitet. Eine solche Prozesseinheit kann auch aus mehreren Nodes bestehen, während man zum Beispiel zum Bewegen nur einen Node braucht. Die Bewegung ist ein Prozess, hat als Input eine Geometrie und einen Bewegungsvektor. So kann man sich vorstellen, dass man zum Beispiel bei einer Rotation noch einen Schritt mehr braucht, um erstmal aus der Geometrie den Mittelpunkt zum Beispiel herauszufinden, um den man das Ganze dann rotieren will. Und so kriegt man eben Einheiten. Am Ende davon kriegt man dann Outputs. Diese Outputs können zum Beispiel der veränderte Input einfach sein, ähm, der zum Beispiel transformiert wurde. Oder es können völlig neue Datentypen sein, die sich eben aus den Inputs dann heraus ergeben. Die Outputs eines jeden Nodes bleiben in Grasshopper erhalten. Das heißt, wenn ich diese verändere, wird eigentlich eine Kopie davon angelegt. Man kann sich das hier vorstellen, wenn ich einen solchen Becher habe und diesen Becher möchte ich um einen solchen Vektor verschieben, dann geht das Ganze durch meinen Processing-Node, den Move-Befehl, der erwartet ein Geometrieobjekt und einen Vektor, um den das Ganze dann verschoben werden soll. Und als Output bekomme ich dann meinen neuen Becher an der neuen Position. Wenn ich jedoch den Originalen Input meines Ursprungsbechers unverschoben mit da hineinziehe, dann sieht man auf einmal sind beide Becher hier im Bild vorhanden. Das heißt, es wird eben eine solche Kopie angelegt. Es gibt kein physisches Objekt, was tatsächlich verschoben wird. Im nächsten Schritt wollen wir uns die unterschiedlichen Datentypen, die uns Grasshopper zur Verfügung stellt, angucken. Wir fangen hier mit den einfachen Datentypen an. Das sind Datentypen, die sich nicht mit Geometrie befassen. Zunächst werden da die Integerzahlen. Integerzahlen sind ganze Zahlen. Also sie haben keine Nachkommastellen, können diese auch nicht speichern. Und es sind ganze Zahlen im positiven und im negativen Zahlenbereich. Dann kommt der Number-Datentyp. Numbers im Gegensatz zu Integers können nun Nachkommastellen speichern. Also auch diese im positiven und negativen Bereich und eben quasi beliebige Gleitkommazahlen. Steckt man eine solche Number in eine Integer-Komponente, wird diese gerundet. Da Grasshopper in englischer Sprache verfasst ist, wirkt sich das auch auf die Zahlenschreibweise aus. Das Komma der Gleitkommazahlen ist somit ein Punkt. Deswegen war in der letzten Grafik bei den Integers auch die das Trennzeichen für die Tausender-Schritte entsprechend ein Komma. Als nächstes hätten wir dann den Datentyp Boolean. Das ist der einfachste Datentyp eigentlich. Der hat nämlich nur zwei Stu Zustände, true und false, so wahr und falsch oder auch 0 und 1. Der wird zum Beispiel verwendet, äh, wenn man Vergleiche anstellt. Ist diese Zahl größer als jene Zahl, wahr oder falsch? Es kann also nur diese zwei Zustände anzeigen. Zuletzt möchte ich hier noch den Datentyp Text aufgreifen. Der kann Buchstaben und Sonderzeichen speichern, groß und klein geschrieben. Möchte man den mit anderen Datentypen kombinieren, muss man ihn in Anführungszeichen schreiben. Es folgen nun die Datentypen aus dem Geometriebereich. Dazu beginnen wir mit einem der simpelsten Datentypen, dem Punkt. Ein Punkt ist aus drei Koordinaten zusammengesetzt, der x-Koordinate, der y-Koordinate und der z-Koordinate, mit denen Punkte im Raum festgelegt werden. Um einen Punkt in Grasshopper zu erstellen, können wir den Construct Point Node benutzen, der als Input drei Numbers hat für eben diese x, y und z-Koordinaten. Im Prinzip genauso aufgebaut ist der Datentyp Vektor. Auch aus x, y und z Koordinate. Während der Punkt jedoch eine Location im Raum beschreibt, beschreibt der Vektor eine Richtung. Wenn wir also zum Beispiel hier die Move-Komponente benutzen, um einen Punkt zu verschieben, brauchen wir als zweiten Input hier einen Vektor, der dann besagt, um wie weit ein Punkt in x, y und z Richtung verschoben wird. Ein weiterer Datentyp zum Verorten von Geometrie im Raum ist die Plane. Diese beschreibt ein weiteres Koordinatensystem im Prinzip, welches sich zum Beispiel beschreiben lässt durch einen Punkt im Raum und einen Vektor, der dann die Z-Achse darstellt. Damit kann man zum Beispiel mit dem Orient-Befehl Geometrie von einem Koordinatensystem in ein anderes befördern. Man hat also eine Ausgangsplane und eine weitere Plane. In diesem Fall haben wir hier die Grund-XY-Plane und eine Plane, die auf eine andere Weise erstellt wurde. Und können jetzt das Objekt von der einen Plane, in diesem Fall liegt das im, im, im Mittelpunkt des Weltkoordinatensystems, zu der anderen Plane neu orientieren. Der erste Datentyp, der komplexere Geometrie darstellen kann, ist dann die curve die Curve hat einige Primitive-Objekte, die ich hier mal kurz zeigen möchte. Zum Beispiel eine Linie, die also aus zwei Punkten, einem Start- und einem Endpunkt bestimmt wird. Außerdem den Circle, also den Kreis, der normalerweise von einem Mittelpunkt und einem Radius, die auf einer Plane liegen, beschrieben wird. Den Arc, also ein Kreisausschnitt, und einem Rectangle, also schlichtweg einem Rechteck was durch zwei Eckpunkte zum Beispiel beschrieben werden kann. Kurven werden grundsätzlich durch Punkte im Raum beschrieben. Zwischen diesen kann jedoch unterschiedlich interpoliert werden. Der Art dieser Interpolation ist in der Kurve gespeichert. Verbindet man Punkt zu Punkt geradlinig miteinander, erhält man eine eckige Kurve, das ist eine Polyline. Eine Edit Point Curve, interpoliert zwischen den Punkten, so dass die Punkte weiterhin auf der Linie liegen, während eine control vertex curve zwischen den Punkten interpoliert, so dass die Punkte außerhalb der Kurve liegen und damit eine Kontrollkurve darstellen. Alle Kurven können offen oder geschlossen dargestellt werden und man kann auch unterschiedliche Kurventypen miteinander verbinden, wenn man sie Punkt an Punkt aneinander zeichnet. Bei der Surface hat man es mit einem Kontrollgitter zu tun. Auch hier sind Punkte, die das Ganze kontrollieren, außerhalb der Surface, genauso wie bei der Control Vertex Curve. Den Informationsgehalt der Surface kann man somit über die Punktdichte bestimmen. Eine Surface kann auch rebuildet werden, also neu berechnet werden, um damit die Komplexität, also die Enge dieses Kontrollgitters, die Anzahl der Kontrollpunkte zu erhöhen oder zu verringern. Dabei verändert sich die Surface jedoch. Zusätzlich kann in der Surface ein Trim gespeichert sein. Eine Kurve, die auf die Surface projiziert ist, kann somit als Schnittobjekt benutzt werden. Dieses kann mit dem Split Surface Befehl gemacht werden. Dort fügt man eine Surface hinein und eine auf der Surface verortete Kurve und kriegt dann die zwei voneinander getrennten Surfaces heraus. Beide haben jedoch dabei das gleiche Kontrollgitter gespeichert und der Befehl des Split kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Surfaces sind durch ihre Interpolation mathematisch genau berechenbar. Also jeder Punkt auf dieser Surface kann nachträglich bestimmt werden. Das Objekt des B-Rap beschreibt eine Menge an miteinander verbundenen Surfaces. Das kann also ein geschlossenes Volumen ergeben, aber auch einen geöffneten Körper. Der Deconstruct B-Rap-Befehl teilt diesen b in seine Bestandteile auf. Zum Beispiel in die Surfaces, aus denen er besteht. Die Edges oder Kurven, an denen diese Surfaces miteinander verbunden sind, sowie die Punkte, wo harte Ecken aufeinander stoßen an den Surfaces. Das Mesh beschreibt eine komplett andere Geometrieart. In dieser Art wird nicht interpoliert. Das Netz, was angegeben wird, ist ein Netz aus Punkten und Kanten, die diese Punkte miteinander verbinden, sowie Flächen, die dazwischen aufgespannt werden. Diese Flächen sind jedoch immer planar. So hat jede Fläche einen normalen Vektor, also eine Senkrechte, die mit dem Befehl Normals herausgefunden werden kann. So, wir sind hier jetzt in Rhino. Ich habe hier schon mal ein paar Layer angelegt: hier ein Layer für Punkte und einen für Boxen. Ähm, von hier aus starten wir jetzt Grasshopper, entweder über diesen Knopf. Kommandozeile Grasshopper eingeben. Geht das hier auf? Hier sind Dateien, die wir vorher benutzt haben, die wir von hier via Quick Access öffnen können oder aber wir fangen einfach an hier Komponenten reinzuziehen, wie zum Beispiel diesen Punkt einfach mal hier. Das mache ich einfach mit Drag and Drop von hier oben aus den Menüpunkten. Hier wechsle ich die Menüpunkte und kann dann da einzelne Komponenten runterziehen. Zoomen kann ich dabei in, in meiner Umgebung mit, der, mit dem Mausrad, wenn ich scrolle. Ich kann mich bewegen, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte und meine Maus bewege, dann pane ich hier äh, auf meiner Skriptumgebung hin und her. Ich kann doppelklicken, dann geht hier eine Suchleiste auf. Da kann ich dann zum Beispiel sowas wie Point eingeben oder vielleicht mal Construct Point, um einen Punkt zu erstellen. Hier kann ich dann raufklicken. Und sehe jetzt auch hier in Rhino, dass mein Punkt hier gezeichnet wird, der hier entsteht. Ich kann auch rechts mit einem Rechtsklick Eigenschaften machen. Hier, wenn ich auf Input- oder Output-Namen mache, kann ich da zum Beispiel einen Wert eingeben oder auch mich mit diesen Sachen beschäftigen, um die es später noch gehen wird. Oder hier auf den Node-Namen. Eben sowas wie zum Beispiel, ob ich den Punkt überhaupt anzeigen möchte hier in diesem Fall mit dem Preview oder anschalten, ob er berechnet werden soll. Ich kann äh, per Drag-and-Drop dann auch Verbindungen ziehen. Also ich kann einfach von diesem Output in diesen Input gehen und damit hier ähm, eine Verbindung zwischen den beiden Punkten hier herstellen. Das heißt, jetzt dieser Punkt steckt jetzt auch in diesem Node drin. Ähm, und den könnte ich zum Beispiel auch jetzt in eine Plane-Baste. Wenn ich hier die XY-Plane nehme, könnte ich den als Mittelpunkt dafür nehmen und mir das Ganze so Stück für Stück aufbauen. Wenn ich einen Auswahlrahmen mit der linken Maustaste darum ziehe, um mehrere Objekte, kann ich auch für die gleichzeitig ähm, Optionen auswählen. Mit der mittleren Maustaste gedrückt, also dem Mausrad drücken, kriege ich hier zum Beispiel die Möglichkeit, die alle. Auszublenden oder anzuzeigen oder ein- und auszuschalten. Oder aber ich habe hier die Möglichkeit, den Solver an- und auszuschalten. Das heißt, die Fragestellung wird das überhaupt jetzt Schritt für Schritt berechnet oder eben nicht. Wenn ich das hier ausschalte und einen weiteren Schritt mache, wie zum Beispiel ähm, hier irgendwie noch einen Punkt einzufügen, also hier Construct. Nochmal, dann wird er bis jetzt nicht hier wieder gezeichnet. Wenn ich aber mit mittlerer Maus das den Server jetzt wieder einschalte, wird das Ganze wieder berechnet und der Punkt wird hier dann auch gezeichnet. Bei komplexeren Algorithmen macht es Sinn, den Server zwischendurch zu unterbrechen, mehrere Verbindungen zu machen und erst dann wieder berechnen zu lassen, weil das Ganze sonst sehr lange Arbeitszeiten braucht. Ich kann auch mehrere Punkte hier zum Beispiel reinstecken, wenn ich hier ähm, Mal weitere Points runterziehe, kann ich einen Ausgang sowieso immer in meine mehrere Inputs stecken, aber ich kann auch mehrere Outputs in einen Input stecken, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte. So kommen hier dann mehrere Punkte rein. Mit der Steuerungstaste kann ich Verbindungen auch wieder rausnehmen und eben, wenn ich hier ohne die Shift-Taste hineingehe, dann wechselt er sie aus. Mit Shift-Taste werden es dann mehrere. Ich kann auch, wenn ich das jetzt in einer YZ-Plane zum Beispiel haben will, meine gleichen Punkte, das Ganze mit Shift und Control oder Steuerung, Shift und Steuerung machen und kann dann mehrere Verbindungen gleichzeitig verschieben. Wie man hier sieht. Mit der Alt-Taste und der linken Maustaste kann ich zu dem Platz schaffen, wenn ich hier noch was zwischenbauen will. Wenn ich nochmal Alt drücke, auch nach oben und unten. Ansonsten nach rechts und links. Einfach Alt und die linke Maustaste gedrückt halten. Mehrere Objekte, wenn ich die zusammen habe, hier mache ich einfach mal entfernen. Ich kann auch mit Steuerung Z und Steuerung Y Sachen wieder rückgängig oder äh, Schritte wieder herstellen. Wenn ich mehrere Sachen auswähle, kann ich daraus zum Beispiel auch eine Gruppe erstellen. Entweder hier über die mittlere Maustaste und diesen Befehl oder einfach den Shortcut Steuerung G kann ich dann eine Gruppe zum Beispiel benennen. Hier irgendwie was mit Punkten oder auch deren Farbe ändern, um das Ganze übersichtlicher zu gestalten. Und was ich noch machen kann, ist zum Beispiel zu sagen, wenn ich jetzt... Die äh, Gruppe hier mal wieder lösche. Alles klar, wir haben hier eine Plane und die wird aus diesen Punkten erstellt. Aus diesem Teilbereich hier, aus beliebig großen Teilbereichen, möchte ich jetzt ein Cluster erstellen. Damit mache ich die mittlere Maustaste und hier Cluster. Und dann wird mir das Ganze hier in so eine Unterkonstruktion gepackt. Ich kann also das Ganze nennen äh, Construct Plane oder sowas. Ähm. Dann kriege ich das Ganze hier äh, mehrere Notes, die da eben drinne stecken, kann ich eben so in einem Node zusammenführen und das Ganze wiederum übersichtlicher gestalten. Wir wollen jetzt mal eine Box erstellen. Ach, Entschuldigung. Ich kann das natürlich auch noch bearbeiten, wenn ich hier mit Doppelklick raufgehe. gehe. Einfach Doppelklick auf das Cluster gehe ich hinein und kann hier zum Beispiel auch noch äh, Sachen drin bearbeiten, weitere Inputs oder Outputs hinzufügen, die dann eben auf der anderen Seite auch in dem Cluster auftauchen. Wenn ich hier also Save and Close sage, werden eventuelle Veränderungen gespeichert, so wie dass ich hier zum Beispiel mit so einem Cluster-Output die gleiche Plane auch nochmal hier ausgeben könnte. Save and close. Nun hat das hier zwei Ausgänge, wo diese Plane jeweils drin steckt. Ich möchte jetzt hier mal einfach eine Box erstellen. Dazu gebe ich mir hier mal einfach Box ein und erstelle so eine Center Box. Und die hat x, y und z Parameter und einen Mittelpunktsparameter, der hier drin steckt. Und ich möchte jetzt erstmal hier mit so einem Panel hier den ersten Wert eingeben. Das soll mal. 1 breit sein, das kann ich entweder so machen hier, indem ich das Panel runterziehe und das da eintrage. Ich kann aber das auch direkt hier aus der Eingabezeile machen mit slash slash und dann 1,0 und es entsteht mir dann eine solche Textbox mit dieser 1,0 da drin. Auf das Y mache ich mal einen Rechtsklick und schreibe das hier direkt in die Komponente rein. Das geht auch immer in Inputs direkt Zahlenwerte reinzuschreiben. Ähm, und hier unten möchte ich mal einen Slider machen. Den könnte ich jetzt auch von hier runterziehen, wobei er dann von 0 bis 1 geht und drei Nachkommastellen hat. Und um ihn zu verändern, muss ich einen Doppelklick machen und das hier verändern. Ich kann auch einfach mit Doppelklick, 0 ist kleiner als 10,0, dann erstellt er einen Slider von 0 bis 10 mit einer Nachkommastelle. Je nachdem, wie viele Nachkommastellen ich hier eingebe, so viele stellt er einem zur Verfügung. Und kann damit jetzt hier den Z-Wert variieren. Und das Ganze möchte ich mir hier mal mehr in der Perspektive angucken. Dazu kann ich in Rhino hier auf Perspektive doppelklicken und kriege dann nur dieses Ansichtsfeld, in dem ich mich dann bewegen kann. Wie man sich in Rhino bewegt, das kriegt bitte in anderen Tutorials raus. Darauf will ich mich hier jetzt nicht noch länger einlassen. Ich kann nun auch diesen Mittelpunkt hier noch bearbeiten für diese Box. Dazu, der liegt innerhalb einer Base Plane, dazu nehme ich meine XY-Plane hier. Und die hat einen Mittelpunkt, der gerade mit 0, in kartesischen Koordinaten beschrieben ist. Grasshopper arbeitet grundsätzlich erstmal in kartesischen Koordinaten, dass man eben x, y und z-Werte hat, die sich gleichmäßig fortsetzen. Wenn ich hier rechtsklick drauf mache, kann ich zum Beispiel sagen Set One Point und hier einen Punkt irgendwo in Rhino dann setzen. Dieser Punkt, den kann ich hier in Rhino nicht anfassen so, aber die Box ist eben an diesem Punkt gesprungen. Ich kann auch mehrere Punkte machen und diese zum Beispiel mal in Rhino zeichnen. Ich hier mal ein paar Punkte zeichne. Mit rechtsklick kann ich den Befehl wiederholen. Oben dieser Punktbefehl. Und die möchte ich jetzt mal hier alle vier einfügen. Kann ich sagen, hier rechtsklicken, Multiple Points. Und nun will er, dass ich Punkte hier setze. Ich kann aber auch hier oben auf einmal raufklicken, dann auf Point und mir dann hier alle auswählen und dann einmal Enter klicken. Und dann kann ich mir auch existierende Punkte in Rhino aussuchen. Und wenn ich die dann zum Beispiel verschiebe, verschiebt er die Boxen mit, weil die eben hier drin referenziert sind. Ich die jetzt lösche und hier auf meinem Point-Layer den mal aktiv mache und hier mal ein paar Punkte zeichne. Kann ich das Ganze auch über eine Live-Veränderung an diesen Layer koppeln. Dazu gibt es die Geometry-Pipeline. Ich die hier so auswähle, damit ich mal ein bisschen Platz schaffe. Kann ich hier sagen, alles klar, ich will hier alles, was auf meinem Layer Points ist, haben. Also einfach hier Points eintragen und in diesem Fall möchte ich nur Punkte haben. Da kann ich hier noch so Filter machen. Wenn ich da doppelklicke, dann nimmt er nur das, was hier eben dunkel angezeigt ist. Und das stecke ich jetzt hier rein und nun hat er all diese Punkte, die da drauf sind und er stellt eben darum Boxen. Wenn ich weitere Boxen zum Beispiel hinzufüge, fügt er die auch in Grasshopper hinzu oder ich kann sie eben auch hier verschieben und er aktualisiert das in Grasshopper. Um das dann anzeigen zu lassen etwas besser, kann ich den Preview benutzen ich hier den Custom Preview mache, wird mir das Ganze etwas anders als nur in diesem Rot-Grün angezeigt. Und äh, ich kann dieses Material zum Beispiel mit einer Color Swatch auch in der Farbe verändern. Hier das mal reinziehe, kann ich zum Beispiel das in Grau machen. Sieht ein bisschen netter aus. Und hier mal meine Planes ausblenden mit dem Rechtsklick den Preview oder ähm, meine Points hier, gut, die sehe ich momentan nicht, aber ich könnte das hier jetzt auch beides oder alles zusammen ausblenden mit der mittleren Maustaste. Dabei verändert sich dann die Farbe. Momentan ist es hier noch grün, aber wenn ich mal wegklicke, dann kriegt das hier auf einmal so ein dunkleres Blau, äh, Grau statt so ein helleres Grau. Äh, das heißt einfach nur, es wird berechnet, aber nicht angezeigt. Wenn ich hier nochmal Rechtsklick drauf mache, könnte ich auch sagen, ich möchte es enabled ausschalten. Wenn es also disabled ist, dann wird es so komplett ausgegraut und eben auch alles, was danach kommt, wird nicht mehr berechnet, weil an dieser Stelle schon nichts berechnet wird und die Abhängigkeiten nicht da sind. Ähm, dann wird der Rest hier, haben wir gerade gesehen, so orange. Das heißt eigentlich nur, dass er keine Inputs kriegt. Also wenn ich hier mal so einen Punkt hinziehe, sagt er mir auch, Point Fail to Collect Data. Das heißt einfach, das ist zwar eine Komponente, die hat aber, weiß gerade gar nicht, was sie machen soll. Und es kann auch rot werden. Wenn wirklich ein gravierender Fehler unterläuft, wird es rot. Man kriegt hier immer so eine kleine Fehlermeldung, wenn irgendwas nicht stimmt. Da kann man draufklicken. Häufig hilft einem das. Wenn ich meine Boxen jetzt hier mal in Rhino haben möchte, um sie da weiter zu bearbeiten, muss ich sie, denn momentan kann ich hier nur meine Punkte auswählen. Und wenn ich hier mal den Layer wechsle und den sperre, dann kann ich nicht mal mehr das tun. Aber ich habe die Möglichkeit, mir meine Boxen hier auch in Rhino rüber zu bekommen. Vielleicht will ich dann damit weiterarbeiten oder eben die Geometrie anderweitig nutzen. Und dazu kann ich einfach den Geometrie-Node, an, an den ich haben möchte, mit Rechtsklick hier wieder auf den Namen und auf Bay klicken. Und dann darf ich mir ein Layer aussuchen und dort wird das dann in Rhino aufgebaut. Hier. Ich möchte jetzt nochmal kurz hier durch die Grasshopper. Befehlszeile gehen. Man muss das Ganze natürlich dann auch irgendwann mal abspeichern. So, ich spiele jetzt mal hier unter Boxen, überschreibe das mal. Das wird dann eine Grasshopper-Datei GH. Rhino-Dateien muss ich extra speichern, speziell auch, wenn sie was damit zu tun haben und muss dann beide nacheinander öffnen. Ähm, er speichert nichts beides zusammen in einer Datei. Ähm, dazu kann ich neue Dokumente anlegen. Wenn ich hier zum Beispiel ein neues Dokument anlege, hat er hier oben aber beide geöffnet, da kann ich einfach hin und her springen. Hier bei Edit kann ich zum Beispiel Schritte zurückgehen, kopieren, einfügen, alles mit den üblichen Shortcuts, wie man hier sieht. Im Display habe ich die Möglichkeit, mir die Namen hier auch so kurz anzeigen zu lassen, was ich meistens mache, oder mit diesen Icons, was viele im Netz leider auch machen, wo man dann häufig nicht so genau weiß, was ist das nun eigentlich, wenn man sich noch nicht so gut auskennt. Äh, gerade für den Anfang ist es aber ganz nett, irgendwie mit diesen voll ausgeschriebenen Namen zu arbeiten, um zu wissen, was man da eigentlich wirklich benutzt. Äh, hier hat man eben noch mal die Möglichkeit, äh, Sachen auszuschalten äh, oder nicht anzeigen zu lassen und hier oben eben alle möglichen unterschiedlichen Inputs und Outputs oder beziehungsweise Components und Nodes, die nach jeweils äh, Typen, mit denen sie zu tun sind, zu, äh, sortiert sind. Also ihr Surface, Curve, Vector, ähm, kann man die in ihren einzelnen Sortierungen sich anschauen und da eben auch herholen. Hier unten haben wir dann nochmal Speichern laden, können auch äh, Zoomen auf unser quasi... Alles, was wir so gezeichnet haben, wenn wir irgendwo verloren gegangen sind, können die Anzeige ausschalten oder in einen Wireframe-Modus schalten oder eben schattiert darstellen. Oder wir können auch nur das darstellen, was wir anwählen. Das muss man dann wieder ausschalten. Das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, denn häufig möchte man so mal einen Screenshot machen. Und um so einen Screenshot zu machen, hilft es auch in Rhino das... Grid hier auszublenden, das Raster, dazu kann ich hier einfach Grid eingeben, dann muss ich hier einmal auf das Ja klicken, hier einmal auf das Ja und hier einmal auf das Ja, dann wird mir hier alles ausgeblendet. Dann mache ich Enter, dann, oder natürlich hier Enter, dann ist es weg und dann kann ich zum Beispiel noch sagen, Options und hier zum Beispiel unter Appearance und Colors meinen Hintergrund auf Weiß stellen. Und so kann ich dann zum Beispiel einen netten Screenshot machen. Der Clou einer parametrischen Skriptumgebung ist natürlich, dass man mehrere Objekte zeitgleich bearbeiten kann. In Grasshopper werden die Objekte dazu in Listen und Trees gespeichert. Wir beginnen hier mal mit dem einfacheren Typ, der Liste. In der Liste sind Objekte nummeriert abgelegt. Die Nummerierung beginnt dabei in Grasshopper wie in den meisten Teilen der Programmierung mit der Null als erstem Objekt. Es wird also durchgezählt 0, 1, 2, 3, 4. Das ist dann eine Liste mit fünf Objekten. Jedes Objekt kann man sich dabei vorstellen wie eine Perle auf einer Halskette. Bleiben wir bei dem Vergleich mit der Perlenkette. Können wir uns vorstellen, eine Kette kann offen oder geschlossen sein. So kann man sich das auch mit einer Liste vorstellen. Dabei kann die Liste, sobald sie am Ende angelangt ist, wieder mit dem ersten Objekt beginnen. Wir sprechen dabei von Wrap. Wrap ist eine Eigenschaft einiger Nodes und kann eben true oder false sein. Also, wenn die Liste durch ist, beginne wieder mit dem ersten Objekt oder nicht. Gehen wir eine Stufe tiefer in die komplexeren Datenstrukturen der Trees, können wir uns vorstellen, dass wir eine Reihe von Ketten haben, also eine Reihe von Listen, die mit Adressen zugeordnet werden können. So haben wir in dem hier sichtbaren Tree zwei Listen mit jeweils zehn Objekten, durchnummeriert von 0 bis 9. Das wird gekennzeichnet durch den Index, der in den eckigen Klammern geschrieben ist. Und dann haben wir zwei Branches in einem Level von Branches, also zwei Äste mit einer Dimension. Deswegen haben wir in den geschweiften Klammern davor die Adressen 0 und 1. Um im Vergleich der Ketten zu bleiben, können wir uns dabei ein Mobile aus Ketten vorstellen, was die unterschiedlichen Levels anzeigt und darin eben die Listen mit den Objekten als Ketten. Diese Trees können im Prinzip beliebig komplex werden, wobei man selten über drei Level sinnvoll hinaus arbeitet, über drei Branch-Level. Hier haben wir mal eine Liste mit zwei Branch-Levels. Wir sehen dabei, dass die Listen auch unterschiedlich viele Objekte haben können. Oder sogar ganz leer sein können, wie im Branch 1, 2. Stellen wir uns diesen Tree nun tatsächlich als gewachsenen Baum vor, kommen an dieser Stelle zwei Äste aus dem Boden, wobei einer davon vier Äste darunter hat und der andere fünf, an denen jeweils eine unterschiedliche Zahl von Blättern hängen. Und diese Blätter sind dann eigentlich wieder unsere Ketten, also unsere Lists. Die einzelnen Äste sind dabei durchnummeriert. Also unsere beiden Äste, die aus dem Boden kommen mit 0 und 1. Die Äste, die dann am Ast 0 sind, haben dann eine Adresse, die mit einer 0 beginnt und hinter einem Semikolon dann wieder durchnummeriert wird. Und genauso ist es bei denen, die am Ast 1 hängen. Dort dran hängen dann wieder unsere Listen, die wir uns wieder mit den Ketten vorstellen können. Während wir in einem solchen Tree Objekte sehr differenziert speichern können, indem wir... Eine Zuordnung dabei sicherstellen, ist es auch manchmal nötig, dass man die Art des Trees verändert. So kann ich mit dem Befehl flatten, der mit einem Rechtsklick auf einen Component Input oder Output aufrufbar ist, jederzeit einen Tree in eine Liste umwandeln. Dabei werden einfach der Reihe nach alle Objekte, die auftauchen, in eine Liste geschrieben. Die Nummerierung startet dann einfach bei 0 und geht so lange weiter, bis alle Objekte abgefrühstückt sind. In die andere Richtung funktioniert das auch, was auch häufig tatsächlich sinnvoll ist. So kann ich mir eine Liste nehmen und einen Graft-Befehl laufen lassen. Das heißt, jedes Objekt einer Liste wird ein eigener Ast und ein eigener Branch. Die Komplexität des Tree's wird also um einen Branch erweitert. Und jeder dieser Branches hat dann nur noch ein Objekt. In diesem Rechtsklick-Menü auf den Component-Inputs und Outputs gibt es dann noch den Simplify. Der sorgt schlichtweg dafür, dass überzählige Äste einfach fallen gelassen werden. Manchmal entstehen Adressen, die zu komplex sind. Wenn diese keinen Informationsgehalt speichern, können wir die führenden Nullen einfach fallen lassen. Wie man hier sieht, die erste und die zweite Branch-Adresse. Haben überhaupt keine Objekte oder Subbranches, die da dranhängen. Von daher kann man die auch einfach fallen lassen und das Ganze dann neu durchnummerieren. Möchte man nun verschiedene Listen miteinander kombinieren, kann man sie in unterschiedliche Inputs eines Nodes stecken. Ich möchte hier dabei mal einige unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten aufzeigen. Steckt man eine Liste mit vielen Objekten und eine Liste mit nur einem Objekt beide in einen Input, so werden die vielen Objekten jeweils mit dem einen Objekt kombiniert. Haben wir zum Beispiel eine Reihe von Würfeln, die wir alle um einen Vektor verschieben wollen, reicht es eine Liste mit den Würfeln hineinzugeben, aber nur einmal den Vektor, um den dann eben jedes Objekt verschoben wird. Stecken wir zwei gleich aufgebaute Listen in einen Component, kombinieren sich jeweils die gleichen Objekte miteinander, also die Objekte an gleicher Position. Also in diesem Fall das Objekt an Index 0 mit dem an Index 0 aus der anderen Liste, Index 1 mit Index 1 etc. Im Prinzip genauso funktioniert das mit gecrafteten Listen. Wieder kombiniert sich jede, jedes Objekt an einer Adresse mit dem Objekt an der gleichen Adresse in einer anderen Liste. Also hier unser Objekt im Branch 00 mit dem im anderen Branch 00 mit 01 in 01 etc. Möchte ich zwei komplexere, unterschiedliche Trees miteinander verbinden, muss ich mir das Ganze auf der Ebene der einzelnen Listen vorstellen, die an den jeweiligen Branches hängen. So habe ich hier links eine Liste mit drei Objekten, während ich rechts einen gecrafteten Tree habe, an dem jede Liste nur ein Objekt hat. Kombiniere ich die beiden miteinander, findet das Ganze eben auf dem Level der Listen statt. Jede gegraftete Liste, also in der nur ein Objekt ist, wird mit allen drei Objekten der linken Liste kombiniert. Somit hat mein Output Tree mehr Objekte als meine Input Trees. Und auch die Komplexität ist erhöht worden, indem nun jeder äußere Branch drei Objekte in der Liste hat, die eine Kombination des ursprünglichen Objekts in diesem Ast mit den drei Objekten aus der anderen Liste sind. So, wir sind jetzt hier in Grasshopper. Diese Datei heißt 07 List Trees, gehört zu dieser Einheit, wird dann bei YouTube entsprechend hochgeladen, könnt ihr euch herunterladen. Ähm, wir beginnen hier mit so einer Plane äh, um den Ursprung 000 und packen den in diese Square Grid-Komponente. Wenn wir uns die mal anzeigen lassen, haben wir hier ein Grid mit äh, 7x9 Zellen. Das steht hier auch drin x7, y9 und die haben jeweils eine Größe von 15 mal 15 Einheiten. Da wir mit den Punkten, die hier drauf sind, hier Points, wenn ich hier mal so eine Points-Komponente hole, können wir uns die hier mal einmal angucken, arbeiten, äh, entsteht natürlich eins mehr. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 10 Punkte, mit denen wir weiterarbeiten und um diese Punkte erstellen wir jeweils eine Plane. Ähm, hier. Und diese Plane nutzen wir dazu, um darauf eine, eine Reihe solcher Boxen, das hier sind jeweils die Größen in X, Y und Z. Da habe ich hier so eine, so eine Liste angelegt, einfach indem ich ein paar zufällige Zahlen reingeschrieben habe. Wichtig ist Rechtsklick. Multiline Data muss dabei aus sein, wenn man so einen Input macht. Ähm, und diese Boxen, hier sind jetzt so zehn Boxen, die stehen hier ineinander. Ähm, mache ich hier mit dem orient Befehl von ihrer äh, Originalplane, beziehungsweise von, 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 von der Weltkoordinate, 0 äh, Null, Position Weltkoordinaten, des Weltkoordinatensystems hin zu all diesen Planes, die ich hier erstellt habe und äh, er zeichnet dann immer in einer Spalte all diese 10 und in der nächsten die gleichen 10 und in der nächsten die gleichen 10, ähm, weil die sich eben die Trees so aufgebaut sind, dass er, dass er die Liste dieser, dieser Boxes mit den Spalten, in die dieses Square Grid unterteilt ist, kombiniert. Und deswegen hier wir hier halt pro Spalte diese Abfolge der zehn Boxen haben. Und das könnte ich jetzt im Prinzip hier nochmal untergliedern in weitere Teile, zum Beispiel hier Faces, Edges, Vertices, indem ich das Ganze explodiere. Jetzt habe ich hier dazu diese Custom-Komponente -Komp gezeichnet. Die ist also eine, ähm, ein Cluster. Da steckt eine ganze Menge drin. Das ist gesperrt, da ist ein Passwort davor. Ähm, und hier stecken eben die Informationen drin, um dieses Grid anzeigen zu lassen. Wenn ich hier also rechtsklick, mir das hier und da ein Preview anzeigen lasse, kriege ich die, den Aufbau dieser Liste angezeigt. Und ich mache mal dieses Grid hier wieder auf. Und das hier auch. Also, wenn ich zum Beispiel hier dieses hier eingebe ähm, und hier reinsumme, kriege ich meine Liste hier mit den Indices und dem Inhalt angegeben. Was stimmt jetzt hier auf einmal mit meiner Box nicht mehr? Ah, ja, ich habe hier die Baseplane, muss natürlich hier sein. Wenn ich hier meine Boxen eingebe, hier im Prinzip das Gleiche, nur dass hier jetzt die Boxen drin sind. Gut, das hier ist natürlich nur meine einfache Plane. Ähm, spannender wird es jetzt schon, wenn ich das Grid reingebe. Dann sehen wir nämlich auf einmal, ah, alles klar, das ist in die Spalten unterteilt. Hier haben wir 0 bis 7, also die 8 Spalten mit jeweils ähm, 10 Punkten, die quasi dann die Zellen darstellen. Und wir sehen hier, pro Spalte haben wir. Jeweils natürlich immer die gleiche x-Koordinate und die y-Koordinate geht dann nach unten. Und wenn wir jetzt hier diesen Orient-Befehl machen und da diese Boxen eben draus kommen, haben wir entsprechend dieses hier, was wir vorher an 10 Boxen hier hatten, auf jeweils all diese Planes hier gepackt. Das heißt, wir haben die Boxen nun jeweils alle 10 hier äh, in den jeweiligen Branches drinne und das sieht dann so aus. Und wenn wir die jetzt explodieren, dann können wir zum Beispiel uns die Faces anzeigen lassen. Das werden dann sechs pro Box sein. Also, wir haben jetzt hier ein, noch eine weitere Level hinzugefügt, Branch Level hinzugefügt. Wir haben jetzt hier also außen unsere acht Spalten. Das sind die hier. Darunter liegen unsere jeweils zehn Boxen jeweils als erste Adresse hier ihren, ihren ersten Branch und dann hier die zweiten Branches für die Boxen durchnummeriert. Und darunter liegen jeweils sechs ähm, Surfaces, die die einzelnen Seiten dieser Boxen anzeigen. Schauen wir nochmal, was es jetzt hier macht, wenn wir mal diese Eigenschaften benutzen. Wenn ich hier zum Beispiel das Graft mache, dann erstellt er mir zu jeder dieser Surfaces noch wieder einen weiteren Branch. Und innerhalb dieser Branches ist dann jeweils nur eine Surface drin. Ich könnte das Ganze auch flatten. Dann hätte ich nun all meine Surfaces hier in einer riesig langen Liste, die nur einen Branch hat. Und um das Ganze hier an der richtigen Stelle darzustellen, habe ich an dieser Stelle direkt mal Simplify gemacht, um das hier auch als äh, vernünftige Branches mit nur einer, einer Adresszahl zu bekommen. Ansonsten hätte ich das hier vorne schon so angezeigt gehabt. Und diese Komponente, die ich da gebaut habe, kann nicht mehr als drei Branch-Levels anzeigen. Bei diesen Trees und Branches werden am Anfang die meisten Fehler gemacht. Deshalb empfehle ich euch sehr, diese Komponente ein bisschen zu nutzen, um Listen zu verstehen. Ihr könnt die in andere, andere Files kopieren um die so ein bisschen zu analysieren. Dazu müsst ihr all das hier kopieren. Also diese beiden Previews gehören dazu. Und dann könnt ihr einfach Steuerung C sagen und die in einem anderen Dokument einfügen. Also schlage ich vor, ihr beschäftigt euch da ein bisschen mit und versucht dieses Thema wirklich zu durchblicken. grasshopper ist ja nun eine skriptsprache und eine skriptsprache basiert natürlich irgendwie auf mathematik und auf informatik und von daher kann man auch mathematische formeln hier ziemlich einfach in grasshopper berechnen lassen. all das findet man hier unter diesem math tab und da gibt es hier diese ganzen skriptteile von äh, diesen einfachen einzeiligen Skripten bis zu wirklicher Programmierung hier in, in C Sharp, Visual Basic oder Python, wo man dann wirklich komplexere Programmierung drinnen leisten kann. Ich möchte jetzt hier mal anfangen mit so, einem, so einer Evaluate-Komponente und möchte einfach mal ein rechtwinkliges Dreieck zeichnen und das berechnen. Also mache ich hier einmal eine Linie, die ist 5 hoch, eine Linie, die ist hier 9 breit und dazwischen kommt noch die Hypotenuse und deren Länge wollen wir ausrechnen und wenn ich mich an meinen Matheunterricht richtig erinnere rechnet man das aus mit a Quadrat plus b Quadrat ist gleich c Quadrat also der Satz des Pythagoras umgestellt heißt dass c ist gleich die Wurzel aus a Quadrat plus b Quadrat Wurzel macht man sqrt für Square Root, dann schreibt man das in Klammern. a Quadrat plus B Quadrat. Und das kann ich ziemlich einfach hier in meine Evaluate-Komponente sagen. Das hier ist meine Expression, beziehungsweise hier hängt gerade noch ein bisschen zu viel dran. Ne? Meine Expression ist nur dieser Part hier. Denn mein Result ist ja dann C, das wird hier auf der anderen Seite einfach ausgegeben. Also lösche ich mal raus, was ich nicht brauche, nämlich das hier. Das kann ich hier dann reinstecken. Und jetzt müssen meine Variablen a und b hier dann natürlich auch gekennzeichnet sein. Also das hier ist a und das hier ist b. Äh, b. Und nun kann ich hier die Länge meiner Katheten eingeben. Und das waren 5 und 9. So, schauen wir uns mal das Ergebnis an. Er sagt mir hier: Alles klar, meine Hypotenuse hat eine Länge von etwa 10,3. Das können wir ja mal hier in Rhino überprüfen. Ja, das kommt hin. 10,3 Meter etwa. Ähm, Gerade ein bisschen witzlos so: Warum wollten wir das so machen? Wir können es ja auch einfach messen. Wenn wir das Ganze aber mit variablen Ergebnissen haben wollen, zum Beispiel hier mit äh, Slidern dass wir für A und B Slider erstellen und ein variables Ergebnis haben. Wir könnten es auch machen, dass wir zum Beispiel mehrere Zahlen gleichzeitig berechnen lassen. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben hier eine Kathete ist 12 und wir wollen jetzt die Längen für eine zweite Kathete mit einer Länge von 2, 4, 6, 8, 10. Dazu müssen wir das Ganze hier auf Multiline-Data stellen, damit er das jeweils als einzelne Listenobjekte hat. Dann kann ich das hier reinziehen und kriege hier meine unterschiedlichen Outputs, nämlich auch hier fünf unterschiedliche Outputs, die jeweils die Hypotenuse zu, in diesem Fall jetzt sechs und all diesen Zahlen sind. Den Slider mache ich jetzt mal wieder rein, lasse das so. Dieser Evaluate ist wie gesagt eine Möglichkeit, das darzustellen. Ich kann das auch hier einfach mit diesem Expression Editor äh, darstellen. Der ist im Prinzip genauso. Kann ich hier auch wieder meine zwei Variablen machen, A und B. Nur, dass ich diesmal das Ganze hier direkt reinschreiben kann und dann auch sehe. Wenn ich einen Doppelklick drauf mache, komme ich hier in diesen Expression Designer. Da. Kriege ich hier schon mal eine ganze Menge vorgegeben? Plus, minus, mal. Hier ist so eine Syntax für ein Vektor. Ähm, noch eine ganze Menge Kram aus irgendwie dann auch höherer Mathematik. Und hier nochmal so ein paar Funktionen. Wenn ich da drauf klicke, finde ich zum Beispiel auch sqrt returns the square root of a specified number. Also einfach meine Wurzel. Wenn ich nochmal andere Befehle brauche, kann ich die hier nachgucken. Also gebe ich hier einfach ein sqrt a plus b Quadrat und kriege genauso hier mein gleiches Ergebnis. Ich kann das auch hier direkt drin machen. Wenn ich hier als Expression Rechtsklick mache, kann ich hier auch den Expression Editor sagen und genauso auch hier sqrt a plus b eingeben. Ich mache das aber gerne mit dem Evaluate und dem Panel, dann habe ich das irgendwie auseinandergetüdelt. Und um jetzt mal weiterzugehen, jetzt wollen wir vielleicht nicht mehr nur Mathematik haben, sondern mal angenommen, wir wollen jetzt Text und Zahlen verknüpfen, dann können wir so ein Satz sagen wie, Laura hat ein paar Äpfel. Also machen wir mal Evaluate und wir wollen... Da einfach nur einen Slider haben und damit gucken, wie viele Äpfel Laura denn gerade hat. Das wird in die Variable x. Und wir machen mal hier einen Slider 0 bis 30 und mehr als 30 Äpfel schafft Laura eh nicht. So, den packe ich dann hier rein und meine Expression wird jetzt sein: Okay, Laura hat x Äpfel. Nun weiß er momentan jedoch nicht, was was ist, weil, okay, das ist meine Variable, äh, was ist das? Das könnte auch eine Variable sein, könnte eine Funktion sein. Niemand weiß es so richtig. Wenn wir ihm sagen, sollen, dass es, sagen wollen, dass es Text ist, müssen wir das Ganze in Anführungszeichen schreiben. Also, das hier ist ein Textteil. Das hier ist kein Text, das ist eine Variable, also das nicht in Anführungszeichen. Das hier muss aber auch wieder in Anführungszeichen. Die Leerzeichen jeweils dazugehören. Und um ihm dann auch noch klar zu machen, dass er das miteinander kombinieren soll, muss da jeweils ein Und-Zeichen dazwischen. Also, so. So kann er das miteinander kombinieren. Jetzt haben wir hier stehen, Anführungszeichen Laura hat Leerzeichen, Anführungszeichen und X und Anführungszeichen Äpfel, Ausrufezeichen. Ne? So. Bisschen blöd von mir, euch das vorzulesen. Ihr könnt, glaube ich, lesen, aber hey. Als Panel... Kann ich hier jetzt ausgeben, alles klar, funktioniert. Laura hat null Äpfel. Und eben bis zu 30 Äpfel dann. Ich kann eine Expression dazu aber auch direkt in eine Funktion reinschreiben oder in einen, in einen Node reinschreiben. Ich lösche das mal hier und sage jetzt alles gleich, ich will einen Point erstellen. Construct Point. Und sage alles gleich, ich habe hier einen Slider oder zwei Slider, nehme ich die von hier oben für x und y kann damit hier meinen Punkt verschieben. Und nun sage ich alles klar, ich möchte hier eine Linie zeichnen von einem Start nach einem End und ich packe mal in beide den gleichen Punkt rein und sage jetzt aber für den Endpoint hier Expression und gehe mal in Expression Editor. Dann habe ich hier Point of Vector ist x, also das ist hier mein, mein Input und sage also, okay, x plus Jetzt hole ich mir einfach hier, das ist die Syntax für einen Vektor und kann jetzt sagen 20 0 0. Und was er jetzt macht, ist einfach immer einen Vektor von 20, 0, 0 auf meinen Input hier rauf zu addieren. Das heißt, egal wo ich meinen Punkt jetzt hinschiebe, die Linie wird immer von diesem Punkt zu einem Punkt 20 weiter in x-Richtung verlaufen. Ich möchte mich jetzt hier noch ein bisschen weiter mit Listen und wie man nun in Grasshopper direkt damit umgeht beschäftigen. Und dazu wollen wir einfach mal eine ziemlich wilde Polylinie erstellen. Und dazu fange ich an, indem ich einen Rectangle zeichne. Dazu nehme ich mir hier so ein Rectangle Primitive bzw. Rectangle Container. Das ist hier einfach so eine, so eine, so eine Variable, die hier ist. Und... Rechtsklick und sage Set One Rectangle und er erlaubt mir dann hier so ein flaches Rectangle zu zeichnen. So, das ist mein Rectangle. Und ich blende mal mein Grid aus, weil hier stört es mich wieder ein bisschen. Bum, bum. So, alles ausgeschaltet und habe hier jetzt mein Rectangle. Und in diesem Rectangle möchte ich jetzt zufällig Punkte erstellen und dazu gibt es den Befehl Populate2D. Populate2D möchte eine Region haben. Eine Region ist ein Rectangle. Und dann kann ich hier einen Count einstellen und den kann ich zum Beispiel über einen Slider regeln. Und das ist die Anzahl der Punkte, die er da drin ganz wild erstellt. Oh. Oh, 100 Punkte. Der Seed ist dabei eine Zufallsvariable, also beziehungsweise ein äh, veränderbarer Zufallswert. Also, das heißt einfach nur, dass er unterschiedliche Variationen davon erstellt. Und äh, Points kann man tatsächlich auch noch einen Input geben, wo er dann Points davon verändert. Ich will aber einfach nur jetzt hier diese 100 Punkte in meinem Rectangle haben. Und wenn ich die jetzt verbinde, indem ich daraus eine Polyline mache, und eine Polyline hatten wir schon mal, ist einfach nur wie jede Curve eine Sammlung an Punkten und hier wird halt nicht interpoliert und nun ist das hier so ein wildes Ding völlig durcheinander. Das sagt uns nicht viel. Wie können wir jetzt also so eine Liste jetzt mal so sortieren, sagen wir mal von rechts nach links und mit ein bisschen weniger, dass es das ein bisschen übersichtlicher ist, dass ihr von rechts nach links eine schöne Polylinie Zickzack zeichnet? Dazu können wir den Sort-Befehl benutzen, Sort-List. All diese List-Befehle sind hier unter Set hier List. Da haben wir zum Beispiel den Sort. Und wenn ich jetzt nach diesen X, nach dieser X-Komponente nach dem Wert in x aufsteigend sortieren will, muss ich ja diesen x rauskriegen. Dazu gibt es die Deconstruct-Komponente, die haben wir hier auch bei Vektor, Deconstruct Point, und damit kann ich einfach all meine Punkte hier auseinander basteln und kriege jetzt hier x und y und z-Komponenten. z wird überall 0 sein, y hier schon sehr unterschiedlich und x auch von minus nach plus. Und mit diesen x-Komponenten will ich das Ganze. Sortieren. Also sage ich, okay, ich habe hier Sort und das sind meine Keys. Damit mit den Keys will ich, will ich sortieren. Und das hier ist, sind meine Values und diese Values, die werden sortiert. Also habe ich hier als Output eine Reihe von sortierten Punkten jetzt und wenn ich davon eine Polyline erstelle, habe ich hier schön in X-Richtung meine schöne Zickzacklinie. linie Verändert sich natürlich auch, wenn ich hier die Anzahl der Punkte verändere. Ich kann hier jetzt auch mal durchgehen. Dazu gibt es die List-Item-Komponente. Damit kann ich jetzt sagen, okay, ich habe hier meine Liste und ich habe einen Index. Wie viele haben wir hier gerade? Hier mal raufgehen. Oh, das ist die Polyline. Ich wollte von den Punkten ausgehen hier. Das sind 85, also. Das ist mein maximaler Index, 84. Dann kann ich hier so ein Item machen. Und wenn ich das hier anklicke, geht er mir hier schön der Reihenfolge nach, auch durch diese Punkte durch. Ich kann übrigens auch, das haben wir noch gar nicht gemacht, diese Liste umkehren. Hier, wo Flatten, Graph, Simplify, die haben wir alle schon gehabt, kann ich eben auch Reverse machen. Und was er jetzt macht, ist diese ganze Liste umzukehren. Also von hinten zu starten und dann durchzuzählen. Möchte ich nun diese Polyline anders aufbauen, indem ich die Punkte einzeln miteinander verbinde? Also Punkt 1 mit Punkt 2, Punkt 2 mit Punkt 3, Punkt 3 mit Punkt 4 etc., kann ich das auch machen. Dazu möchte ich eine Line-Komponente hier haben. Okay. Und dann habe ich immer meinen Startpunkt. Und meinen Endpunkt ist der Punkt, der immer einen weiter ist. Und dazu gibt es die Shift-List-Komponente. Ups, Shift-List. Und ich kann sagen, okay, diese Liste verschiebst du einfach immer um einen Index. Also hier Integer 1, ist auch der Standard. Und sage jetzt hier, erstelle mir einen Punkt. Und am Ende habe ich hier einen Rap und der ist momentan auf True gestellt. Und das heißt, dass er vom letzten wieder zum ersten springt. Wie mit der geschlossenen Heizkette. Stört mich hier eher, würde ich ausschalten. Und ich kriege meine einzelnen Linien, die genauso aussehen wie meine Polyline. Nur dass hier. Im Gegensatz zu hier, wo eine Polyline rauskommt, eine ganze Reihe von 85 Linien rauskommt. Nun will ich mal mit dieser Polyline weiterarbeiten. Also blende ich das hier mal aus und die Polyline wieder ein und sage, okay, ich will jetzt meine Punkte wieder haben, aber alles mal ausblenden hier. Aber diesmal gehe ich davon aus, dass ich mir die Punkte aus der Polyline hole. Dazu kann ich mir die Control Points besorgen. Die finde ich auch in den Curve-Komponenten hier oben. Da gibt es hier in dem Analyseteil, denke ich, irgendwo die Control Points. Hier direkt erstes. Wenn ich das hier reinmache, habe ich hier all meine Punkte in richtiger Reihenfolge. Und ähm, die möchte ich jetzt mal zerlegen, denn ich möchte meine Kurve hier jetzt mal neu zusammensetzen. Ich möchte auch eine Y. Sortierung haben. Sagen wir mal, ich möchte nur diese unteren Punkte miteinander verbinden und alles hier irgendwo drüber möchte ich abschneiden. Dazu bräuchte ich die Y-Komponente erstmal, denn das ist das, was mir die Höhe ansagt. Also wieder die Construct Point. Hier, Points. Und diesmal habe ich hier meine Y-Komponente. Und die ist von BIS, kann ich mir auch anzeigen lassen mit dem Bound-Befehl. Hier Bounds. Y kriege ich hier, okay, das ist von 27 bis 37, oh, bis 38. Und kann ich zum Beispiel sagen, alles, was über 32 ist, will ich nicht. Und wie mache ich das? Ich sage, das ist kleiner gleich. Second number, okay, ist kleiner als, ich will nur was kleiner ist als 32. Y, first number hier. Das ist kleiner als 32. Und jetzt, die Reihenfolge ist ja die gleiche geblieben. Ich kann also sagen, okay, ich habe äh, hier Punkt 0, also den ersten Punkt, und ich habe hier, ist kleiner gleich, also der erste hier, der ist in y nicht kleiner als 32, der ist also größer, der zweite auch nicht hier in y, der dritte hier, 27, der ist schon kleiner. Also habe ich hier eine Liste, die mir eben sagt, ist der jeweilige Punkt kleiner oder ist er nicht kleiner mit... Also true und false. Man kann jetzt also sagen, zum Beispiel cull. Cull pattern, das ist mein Pattern, true oder false, und meine Punkte hier nehmen. Und jetzt habe ich zum Beispiel nur noch die Punkte, die kleiner sind. Also, wenn ich hier raus wieder eine Polyline erstellen möchte, da ist sie. Ich kann aber auch sagen, ganz ähnlich, das Ganze mit dem Dispatch-Befehl machen. Cull, der löscht Objekte raus der dispatch der teilt die objekte nur auf wenn ich hier also die punkte reinstecke und hier mein dispatch pattern habe ich einerseits okay hier die die kleiner sind ich habe aber auch hier die noch drinnen die größer sind und könnte die entsprechend genauso verwenden Haben wir uns mit der Navigation innerhalb von Listen beschäftigt? Wie arbeitet man mit Listen? Wie geht man mit Items in Listen um? Jetzt erhöhen wir den Komplexitätsgrad mal um eine Stufe und sagen, wir machen das jetzt nicht mehr mit Listen, sondern wir machen das mit Trees. Und wir beginnen damit mal, dass wir ein Square Grid erstellen. Ein Square Grid hat schon mal schön zwei Richtungen, weil es in Zeilen und Spalten unterteilt ist äh, und damit schon mal einen eindimensionalen Tree bildet. Das Ganze soll mit einer Zellengröße von 10 passieren. Und wir wollen ähm, 9 mal 9 Zellen haben, damit wir 10 Punkte herauskriegen. Also packe ich hier beim Extend jeweils 9 herein. Die Punkte werden dann jeweils einer mehr sein. Und mit denen möchte ich arbeiten. Das Ganze kann ich direkt mal ausblenden, direkt mal hier einen Simplify drauf machen, da der momentan hier in drei Dimensionen angegeben ist, aus irgendwelchen Gründen. So, Simplify. Und ähm, möchte diese Punkte jetzt einmal bewegen. Und zwar hier. Einmal zusätzlich die Punkte noch sehen, so, dass ich die Punkte Unabhängigkeit des Grids auch anfassen kann. Und möchte jetzt das Ganze in Z-Richtung verschieben, also Unit Z, dann um eine Höhe von 50. Oder nehmen wir einen Slider, machen wir 0. Ist kleiner als 50, ist kleiner als 100. Haben wir einen Slider von 0 bis 100, der auf 50 steht. Und können das Ganze jetzt hier aber auch liebe ich da rum bewegen. Und hier kommt eben ein Vektor raus, der in x und y 0 ist und nur in z hier die Zahl unseres Sliders hier hat. Die möchte ich jetzt mal, diese beiden Listen, eigentlich genauso verbinden, wie ich das eben mit, ähm, mit unserer Polyline gemacht habe, beziehungsweise nun halt in einer Dimension mehr. Also wenn ich hier eine Polyline erstelle und jeweils diese beiden Listen miteinander verknüpfen möchte, dazu gibt es den Weave-Befehl. Und mit dem Weave kann ich hier zwei Streams reinstecken. Das wird einmal hier meine Punkte sein und einmal meine verschobenen Punkte. Und kann ich hier ein Pattern reinstecken. Pattern könnte sowas sein wie... Ähm, 0, 1, 1, 0. Also immer entweder Stream 0 oder Stream 1. Das Ganze als, äh, nicht als Multiline-Data. Und dann würde ich hier, äh, wenn ich das jetzt in die Polyline stecke, so etwas hier rausbekommen. Gerade noch ein bisschen langweilig und Standardmäßig hat er hier 0 und 1 als Pattern drin, das heißt, er geht immer hin und her. Das Ganze kann ich übrigens auch zum Beispiel über hier diese, diese, diese Toggle-Switches hier machen, indem ich einfach mehrere davon reinstecke. Also wenn ich hier einnehme, Shift gedrückt halte und einen zweiten reinstecke. True ist 1, false ist 0, dann kann ich hier das gleiche machen. Um das Ganze jetzt ein bisschen spannender zu machen, will ich mal die... Eine Ebene umdrehen. Das heißt, Zeilen und Spalten vertauschen. Dafür gibt es entweder hier den Flip Matrix Befehl. Der macht genau das. Da kann ich mir jetzt hier meine eine Seite nehmen und sagen, okay, äh, du drehst dich jetzt hier um und das Ganze wird direkt viel interessanter, weil er nun hin und her springt. Wie kriege ich das vielleicht noch so gemacht, dass man das Ganze ein bisschen, ein bisschen besser nachvollziehen kann? Dazu gibt es den Pathmapper. Da kann man, wie sich Trees äh, zueinander verhalten oder wie sich Trees äh, verändern sollen, innerhalb einer Syntax angeben. Und zwar, wenn ich hier den Pathmapper habe, kann ich dann Rechtsklick drauf machen und immer erstmal Null Mapping machen. Null Mapping heißt. Er verändert nichts. A bleibt A. Das sagt uns bloß hier, dass es ein eindimensionaler Tree ist. Das heißt, er hat ein Level an Branches. Und wenn ich den hier jetzt flippen möchte, wenn ich hier mal doppelt draufklicke, kann ich jetzt sagen: Okay, ja, das hier äh, kennen wir aus unseren Panels. Da wird das immer in geschweiften Klammern geschrieben. Das ist also der Index von unseren Branches. Ich kann dahinter aber auch noch den Index von unserer Liste mit aufnehmen. Also, die Listen, die da drunter abgelegt sind, haben ja auch einen Index. Und das Ganze kann ich genauso wieder ausgeben. Dann verändert sich wiederum nichts. Also, wenn ich das entsprechend hier eingebe, ist alles wieder schön gerade. Ich kann diese beiden aber auch vertauschen. Und dann mache ich genau das, was der Flip Matrix macht, nämlich Spalten und Zeilen vertauschen, weil ich alle, äh, alle Items mit dem Index 0 in den Branch 0 packe, alle Items mit dem Index 1 in den Branch 1 und so weiter. Und so kann ich das eben auch austauschen. Nun wollen wir das Gleiche nochmal machen, ohne über diese pulli -Line zu gehen, sondern eigentlich genau wieder über die Line, wie wir es auch schon mit den Listen gemacht haben. Ähm, denn hier haben wir momentan, wir ver verwickeln zwei Zwei Listen hier, zwei Trees miteinander, was heißt, okay, wir haben am Ende hier doppelt so viele Punkte innerhalb einer Liste und die sind dann immer abwechselnd und wir verbinden die mit der Polyline. Okay, wir wollen das Ganze jetzt mal mit einzelnen Linien machen und innerhalb einer Liste. Und dazu muss ich ja irgendwie unterscheiden können, was sind hier meine Punkte, die oben sind, was sind meine Punkte, die unten sind. Und deshalb möchte ich ein Level im Tree hinzufügen und dieses Level soll einfach entweder 0 oder 1 sein. Je nachdem, ob sie unten oder oben sind. Und die hier blende ich erstmal aus. Und sage jetzt alles klar. Ich benutze dazu meinen Path Mapper wieder, um zu zeigen, was der noch so kann. Packe hier erstmal meine Punkte rein und sage alles klar, erstmal Null Mapping. Okay, ich habe hier mein A als Input. A bleibt immer Input. Ich kann meinen Index hinzufügen, ich muss aber nicht. Aber es kann hier nicht irgendwie sowas sein weil wir haben keinen Input, der zwei Level hat, also muss es hier auch auf dem einen Level bleiben. Und können jetzt sagen, okay, hier können wir ein Level hinzufügen. Und zwar all das hier soll in Level 0 und dann der A sein. Das gleiche wollen wir nochmal haben und diesmal hier aber in Branch 1 das Ganze packen. Und das soll natürlich für unsere verschobenen sein. Das unterscheidet sich jetzt wie folgt, dass wir hier von 00 bis 0,9 das Ganze haben und hier das Ganze von 1,0 bis 1,9. So einfach einen weiteren Branch dazugefügt, der unterschiedlich nummeriert ist. Und das Ganze können wir zusammen in eine Liste tun über den Merge-Befehl. Da packen wir einfach beide rein so, und kriegen jetzt eine Liste raus. 00 bis 09 und dann 10 bis 19. Alles hier schön in einer Liste weiterhin unterteilt. Und mein Flip kann ich hier im Prinzip auch wieder direkt einbauen. Wenn ich die Spalten und Zeilen vertauschen will, wenn ich hier das Item dazu nehme, und hier haben wir auch was, dann kann ich auch hier wieder einfach sagen, okay, an dieser Stelle werden I und A vertauscht und das ist es schon. Und nun habe ich die beiden da drin. Wie greife ich darauf jetzt zu, um dazwischen eine Line zu bilden, so wie ich es mit dem Shift gemacht habe? Denn der Shift bringt mir an dieser Stelle nicht sonderlich viel. Ich kann das mal zeigen, wenn wir hier unseren, unseren äh, Display-Tree-Komponente hier nehmen aus, aus dem Kapitel, mit den, äh, wo, wir, wo wir erstmals über die Trees gesprochen haben und mir den mal anzeigen lasse hier. Dann haben wir hier unsere zwei Branches 0 und 1 vor oben und unten. Die sind jeweils in Zeilen und Spalten unterteilt und haben hier Unterobjekte. Wenn ich hier jetzt einen Shift nehme, wirkt er sich nur auf die einzelnen Listen hier unten aus. Man sieht das hier. Das schauen wir mal nach oben, da erkennt man es wahrscheinlich besser. Hier, der erste Punkt ist einfach unten angefügt und dann die ganze Liste um 1 verschoben. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen das Ganze jetzt innerhalb eines Trees aufbauen. Und. Das Schieben wir mal auf den Weg hier. Dafür gibt es nämlich die Relative-Item-Komponente. Die hat hier genauso einen Wrap, wie, wie ihn zum Beispiel die Polyline hatte, wo es darum geht, ob die Listen am Ende wieder angefangen werden sollen. Und da können wir einfach auch hier mal so einen Toggle nehmen, den hier reinstecken und erstmal auf False lassen. Hier kommt unsere Liste rein. Und jetzt geben wir in einer Syntax an, wie die Ganzen sich bewegen sollen. Und haben hier dann ups, als Output unsere Linie von Punkt A nach Punkt B und können jetzt einfach erstmal sagen, okay, hier kommt ein Panel rein und wir sagen einfach nur, in welcher Ebene es sich wie verschiebt. Das heißt, wir haben hier unsere Ebenen, die sollten wir genauso aufbauen, wie unsere Liste aufgebaut ist. Also wir haben äh, eine Ebene. Hier ob oben oder unten, dann haben wir unsere Spalten oder Zeilen und dann am Ende unsere Items. Und an dieser Stelle müssen die in eckigen Klammern geschrieben werden, nicht so wie in runden Klammern im Pathmapper, hier müssen sie im eckig. Und kann dann einfach erstmal sagen, okay, die beiden hier oder im ersten Level soll es immer um 1 verschoben sein. So, wenn ich das hier jetzt hier einstecke, sehe ich genau das gleiche Ergebnis, was ich hier unten schon hatte. Nur jetzt eben aus einzelnen Linien aufgebaut. Denn alles, was er macht, ist von jedem Item, das zugehörige Item, zu geben, was um 1 in dieser Richtung verschoben ist. Und im Prinzip kann ich jetzt auch noch weiter verschieben, kann zum Beispiel sagen, okay, in dieser Dimension soll er jetzt immer um 5 verschieben, dann passiert das Ganze jetzt nur in diesem Bereich, und wir haben gar nicht mehr für alle, sondern wir machen hier mal den Wrap an. Dann geht er auf der anderen Seite weiter und äh, wir kriegen genauso viele äh, Linien wie vorher. Mhm. Nur dass die jetzt eben nochmal immer um 5 in diesem Fall dann in die Y-Richtung verschoben sind. Und im Prinzip können wir das hier auch nochmal genauso in X-Richtung machen. Jetzt war das bis jetzt nur auf zwei Levels alles. Machen wir das Ganze mal in wirklicher Dreidimensionalität, indem wir sagen: Okay, wir fangen nochmal vorne an. Das heißt, das wird alles erstmal ausgeblendet. Und sagen jetzt: Gut, wir haben hier unsere Punkte und wir wollen die mal nach oben bewegen. Aber diesmal auch wieder Z-Richtung, also, aber diesmal gleich um mehrere Stellen gleichzeitig, nämlich in einer Series. Series gibt uns eine Reihe von Werten aus, in diesem Fall 0 bis 9. Und zwar kann ich sagen, okay, ich will 10 Werte, ich will als Start 0 haben und ich will als Step in diesem Fall 10, sodass wir so eine Liste rauskriegen. Immer in 10er Schritten hoch. Und die gebe ich hier als Z-Wert ein. Und nun verschiebt sich erstmal natürlich, weil das eine einzelne Liste ist, jede einzelne ähm, jeder einzelne zugehörige Indexpunkt um, um die jeweiligen Werte. Das heißt, innerhalb unserer Spalten bewegt sich der erste um 0, der zweite um 10, der zweite um dritte um 20 und so weiter. Um das auf einen jetzt dreidimensional zu bekommen, können wir hier auch graften. Dann sagen wir nämlich, okay, jeder Punkt soll um all diese Werte verschoben werden. Und jetzt kriegen wir eine tatsächliche dreidimensionale Matrix hier raus. Und vielleicht sagen wir an dieser Stelle auch, wir machen das Ganze ein bisschen kleiner, um das übersichtlicher zu halten. Wenn wir hier also 4 sagen, machen wir das Ganze mal halb so groß und hier auch als Count nur 5. Nun haben wir hier so einen kleineren Würfel, den können wir ein bisschen besser durchblicken. Und äh, jetzt schauen wir uns mal an, wie diese Liste aufgebaut ist. Dazu können wir nämlich den Split Tree nehmen. Das ist im Prinzip wie. Der Item in einzelnen Listen. Den Item können wir hier auch benutzen. Nur, dass der Item uns hier eben immer mehrere sagt. Wie in diesem Fall hier alles in x und y und dann nur noch sich in der Höhe verschieden lässt. Na, falscher Slider, 0 ist kleiner, 4. Schauen wir mal. So, Index. Hier nimmt er also immer mehrere Werte. Da er alle. Werte innerhalb der einzelnen Branches mit dem gleichen Index nimmt. Hier können wir die Branches dazu auch noch angeben. Also wenn wir hier unser Item oben reinstecken und sagen, gut, wir haben hier ein Panel, da drin geben wir im Prinzip in einer ähnlichen Syntax wie im Relative Item das Ganze an. Also wir sagen, wir wollen in Richtung 0, äh, 0 und wieder mit den eckigen Klammern 0. Dann kriegen wir unser Objekt hier im Nullpunkt höchstwahrscheinlich. Ja, machen wir eine Sphäre rein, dann erkennen wir das besser. So, Radius mal ein bisschen größer. So. Ähm, und wenn wir sagen, okay, verschieben wir das Ganze mal. Gut, in der Richtung bleibt es so, in dieser Richtung um 2, in dieser Richtung um 4. Dann sehen wir... Sehen wir nichts. Ich muss natürlich auch die gesamte Liste nehmen und nicht mein List-Item hier. Das hat nämlich nur eine Dimension. Okay, an dieser Stelle sehe ich nun also, okay, hier ist der in x in 0, in y 0, 1, 2 und in z 0, 1, 2, 3. Also erstes ist x, zweites ist y, drittes ist z. Und damit können wir auch mit dem Relative Item arbeiten. Also wenn wir hier unser Relative Item haben, hier diesmal auch den richtigen Tree reinpacken und wieder uns hier einen Toggle nehmen, den stellen wir direkt mal auf True, dann können wir hier jetzt im Prinzip auch sowas hier reingeben. Nur, dass ich es diesmal mal mit den Expressions, die wir vor zwei Kapiteln hatten, mal zusammenbringen will. Das heißt, ich will hier mal einen Evaluate reinballern und das Ganze wechselbar machen. Das heißt, ich will das mit Slidern in X, Y und auch in Z verschieben können. Da kommen jeweils Slider von 0 ist kleiner als 4 rein. Und hier haben wir nämlich jetzt genau das: Wir wollen äh, Text mit Zahlen verbinden, was wir auch beim Beispiel mit Laura und ihren 30 Äpfeln hatten. Ähm, das heißt, wir haben hier das hier als Textelement. Also so. Dann haben wir unser X. Dann haben wir unser Semikolon. Dann haben wir unser Y. Dann haben wir unsere geschlossene geschweifte Klammer und unsere geöffnete eckige Klammer. Dann haben wir unser Z und zum Schluss müssen wir die eckige Klammer noch schließen. Die Textbausteine, was alle unsere Klammerelemente sind, eben immer ein Anführungszeichen und dazwischen immer ein Und. Das packen wir jetzt hier rein und als Ergebnis kriegen wir jetzt tatsächlich mal sowas hier raus. Und das können wir hier als Offset in unser Relative Item eingeben und dazwischen wieder mal eine Linie machen. Und nun können wir beobachten, wie sich das Ganze, wenn wir hier unsere Slider verändern, eben auf unterschiedlichen Ebenen miteinander verbindet. In diesem Fall erstmal in X-Richtung, vielleicht gleichzeitig in Y-Richtung, vielleicht auch gleichzeitig in Z-Richtung. Und das Ganze zum Beispiel auch mit zwei in x-Richtung schauen. Was hier mal wieder runter, damit wir sehen, was wir machen. Das heißt, wir haben hier zwei in x-Richtung gehen wir weiter. Wir gehen einen in y nach unten und in z entsprechend. So kann man Trees miteinander verbinden und dabei die Kontrolle bewahren. Als nächstes wollen wir uns kurz ein bisschen mit den Domains von Listen beschäftigen. Und zwar ist das ein Bereich, in dem Listen funktionieren und der veränderbar ist. Wenn wir, hier mal, wir hatten schon mal die Series-Komponente und der mal beginnen, also eine Zahlenserie herstellen. Und ich mache das hier mal mit schönen Werten, also 0, 1 und ich will 10 Werte haben. Also, wenn wir 0 anfangen will, in einer Schritten hochzählen und zehn Werte haben, dann gehe ich hier als Output eine Liste von 0 bis 9. Und da werde ich mal Punkte machen. Also, Construct Point. Hier haben wir ihn. Und das sollen mal meine x-Punkte sein. Und in y. Ich mache ich mal genau das Gleiche, nur erstelle ich das mit einer Range. Und zwar funktioniert eine Range mit einer Domain. Da kann ich jetzt sagen, okay, ich habe meine Domain, das ist von bis, also 0 zu 9. In dieser Domain will ich 10 Werte haben, die er dann da drinnen aufteilt. Oder die Steps. Er beginnt bei 0 und macht dann neun Steps. Es kommen 10 raus. Und das ist meine y-Koordinate. Damit würde ich jetzt hier so einen Schrägstrich machen. Ich kann aber auch sagen, okay, für jede y-Koordinate machen wir all diese x-Koordinaten, indem ich hier grafte. Dann habe ich nämlich hier, äh, graften war mal schon einen davor, dann habe ich nämlich hier meine 0 bis 9, simplify, und hier meine 0 bis 9 und habe dann hier Punkte, wo alle mit der y9 drin sind und die x durchnummerieren etc. Haben wir schon gesehen, so erstelle ich im Prinzip auch so ein Grid, wie wir es vorher schon hatten. Ich kann jetzt mal das hier wieder auflösen. Also Mauern Deconstruct und kann ihm mal sagen, okay, äh ich frage mal die Bounce ab. Also, wie ist meine Domain hier? Und momentan kriege ich das für jede einzelne Liste raus. Und das bringt mir nichts, weil für Y ist es immer nur der gleiche. Ähm, denn es sind ja meine Spalten in Y. Von daher, wenn ich hier aber mal irgendwo Flatten mache und er das Ganze in eine Liste reinschreibt, dann kriege ich eben meine Komponente von 0 bis 9. Und die kann ich auch auseinandernehmen. Dazu gibt es den Deconstruct Domain-Befehl hier und kriege das dann als einen Start und einen Endwert. Also zack und Zack. So kann ich damit arbeiten. Bauen wir mal eine weitere Range auf. So, und diese Range machen wir mal von 0 bis 90. Und als Domain sage ich einfach mal Construct Domain, denn ich kann die natürlich auch so herstellen. Vielleicht will ich die mal nicht reinschreiben, sondern will die mal so herstellen: Construct Domain und sage, okay, von 0 bis, kann ich auch direkt hier eintippen: von 0 bis 90. Und machen wir auch wieder 9 Steps, also in 10er-Schritten das Ganze. Schauen wir uns mal an. Hier 0, 10 bis 90. Hm. Kann man auch hier lassen, also einen Blick haben. So so sieht die Liste momentan aus. Und jetzt machen wir mal ein Remap. Remap verändert diese Domain. Ich füge das hier erstmal rein. Okay, ähm. Wir haben meine Startdomain, das ist die hier, 0 bis 90. Und meine Source ist im Prinzip ein Feld von 0 bis 100. Also wenn wir in einem Feld von 0, Feld von 0 bis 100 sind, wir können auch ein Feld von 0 bis 90 machen. Ich mache mal ein Feld von 0 bis 100. Das ist, da sind wir. Und wir wollen hin zu einem Feld von 0 bis 1. So, was können wir jetzt raus? Die gleichen relativen Abstände, jedoch in einem anderen Verhältnis gesetzt. Können wir uns das vorstellen, wenn wir hier auf einer Linie eine Reihe von Punkten haben und machen dann Remap dazwischen? Dann kriegen wir eine Reihe von Punkten raus, die auf diese neue Länge übertragen sind. Die verhältnismäßigen Abstände zwischen den Punkten bleiben aber immer die gleichen. Jetzt will ich mal schauen, was wir damit noch so anfangen können. Und zwar gibt es ganz praktisch noch in diesem, na, gehört vielleicht ein bisschen dazu, ist der Graph Mapper. Auch damit kann ich äh, Listen an Zahlen verändern. Äh, hier haben wir ihn, den Graph Mapper und mal angenommen, wir erstellen jetzt mal wieder eine Series. Und im Prinzip ist es mal eine gleiche Series wie hier oben. Also ich ziehe mal einfach die Werte hier rein. Machen wir hier zwar komische Verbindungen, die sehen ein bisschen doof aus, egal. Und verbinde die hier rein und kann ihm jetzt sagen: Okay, ich will, dass du diese Punkte veränderst. Und kann hier Graph-Typen auswählen und ich nehme mal einen Gauss-Graph, das ist hier diese Gauss-Glocke, und kann die hier in Höhe, Breite verändern, indem ich diese Punkte verändere. Und äh, ich habe hier als Input im Prinzip. Eine 0 bis 9 Geschichte. Wenn ich hier doppelt draufklicke, kann ich ihm das auch sagen. Äh, ja, Input ist 0 bis 9, ist 0 bis 9. Sowohl in x als auch in y. So. Das heißt, in y ist es mir eigentlich egal. Das heißt, in dieser Höhe äh, sagt er quasi alles, okay, wir haben hier, was wir reingeben, ist unser 0 bis 9, sind unsere x-Werte hier. Die werden hier rot dargestellt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Was er macht, ist daraus die y-Werte auf dieser Kurve auszulesen. Das heißt, wir kriegen als Output hier diese Kurvenwerte von sehr, sehr klein über eine Spitze zu wieder sehr, sehr klein, diese gaussische Glocke. Und die fügen wir uns einfach mal in einen Number-Parameter hier ein: also eine Number-Variable. Und wir können mal unser Punktgitter, was wir da oben erstellt haben, dieses hier, damit verschieben. Schauen wir mal. Äh, nein, die Points haben wir schon. Wir wollen Move-Befehl haben. Okay, wir haben hier oben unsere Punkte. Wo sind sie? Das äh, sind diese hier. Die wollen wir verschieben. Und zwar um diese Number in z richtung Also Set-Vektor. Hier, das da reinpacken und jetzt wird das eben in dieser Gauss-Kurve verschoben. Ich das hier mal blende es hier mal aus, dann sehen wir das auch alles klar. Wird in dieser gauss verschoben und zwar jeder Punkt hier, beziehungsweise wir haben hier eine Liste mit zehn Punkten und wir haben hier in den Zeilen das Ganze sortiert, also haben hier 1, 2, 3, 4, 10 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte, die jeweils verschoben werden um diesen jeweiligen Wert. Um das Ganze jetzt auf eine dreidimensionale Liste auch zu machen, können wir das im Prinzip genauso miteinander vereinen, wie wir das da oben mit dem Graph gemacht haben. Und zwar will ich das einmal mit sich selbst multiplizieren. Hier aus sich selbst und mit diesem Wert. Und den hier einmal graften. Das heißt, jeder Punkt wird mit jedem Punkt multipliziert. Wir kriegen hier also eine Liste 01, 02, 0, 0, 4 05 und so weiter. Ich simplify das mal und sage, alles klar. Die hier ist jetzt unsere Bewegungsachse. Und auf einmal kriegen wir hier eine deutlich spannendere, Gaußsche Glocke hin. Denn jetzt haben wir das Ganze dreidimensional skaliert. Und ich füge das Ganze nochmal oder mache da mal ein paar Kurven drauf. Kurven. Hier sind sie. Und in die andere Richtung auch nochmal. Und in die andere Richtung, wie kommen wir da hin? Richtig, Flip Matrix. So, nehmen wir nochmal einen zweiten. Und packen wir den zweiten hier in diese Richtung. Und nun haben wir das Ganze hier als so eine Glockenkurve. Die Curve- und Surface-Parameters verorten Punkte auf einer Kurve oder auf einer Surface. Das heißt, auf einer Kurve haben wir einen eindimensionalen Parameter. Auf einer Surface einen zweidimensionalen Parameter, mit dem wir eben einzelne Punkte auf diesen mathematisch genau berechenbaren Kurven und Surfaces ansteuern können. Fangen wir mal an, indem wir hier mal in Rhino eine Kurve zeichnen. Einfach so eine Control Vertex Curve und die ziehe ich mir dann hier mal rein. Curve und sage so jetzt Rechtsklick, Set One Curve. Da haben wir sie. Auf diese Kurve will ich jetzt erstmal den Mittelpunkt kriegen. Dafür gibt es, ich mal kurz gucken, wo wir den haben: hier den Point on Curve. Und der steht standardmäßig auf 0,5. Und damit können wir hier in Längenverhältnispunkte auf der Kurve setzen. Mit Rechtsklick können wir auch wieder auf die Hälfte stellen. Und jetzt wollen wir die Kurve mal auseinandernehmen. Machen wir die Wide Curve hier. Okay, die Wide Curve. Unsere Curve hier mal rein. Count 10 passt schon. Also in 10 gleich große Stücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stücke. Okay, wir können auch die wide Distance machen. Das ist hier. Funktioniert so ähnlich, nur dass er vorne anfängt und dann einfach mit einer Entfernung dadurch geht. Ich mache mal einen Slider, 0 ist kleiner als 20, schauen wir mal, was so, was so passt dafür. 0, 0 kann er nicht. Offensichtlich und sehr kleine Werte machen ihn ziemlich fern. Oh, okay. 20 ist ein bisschen, ein bisschen klein, glaube ich. Oh, 100. Ich habe wohl eine recht lange Kurve gezeichnet. So, und hier, dem mal aus, der stört gerade eher. Ja, können wir eben vorne anfangen und dann immer hier in den gleichen Abständen gehen. Und am Ende wird dann ein bisschen was übrig bleiben hier. Was können wir noch machen, um eine Kurve aufzuteilen oder wie kommen wir hiermit weiter, sagen wir mal. Jetzt haben wir hier unsere Punkte, die liegen auf der Kurve und dann haben wir hier unsere Tangenten, das ist quasi die, die, die Steigung an der Kurve und wir haben hier diesen Kurvenparameter, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und der ist eine ziemlich verrückte Zahl, hier irgendwas von bis keine Ahnung, bis fast 600 hier, komischer Wert. Den kann ich aber benutzen, um diese Kurve auseinanderzunehmen. Mit Shatter hier. Damit Kurve hier reinpacken. Ich nehme mal die Parameter aus dieser Kurve und kriege jetzt hier die einzelnen Segmente. Also äh, nicht Tree-Item, ich werde ein List-Item haben. So, das ist in zehn Teile. 0 ist kleiner 9. Und kann jetzt hier meine Segmente Wählen. Wir sehen sie hier auf der Liste, ja, auf der Kurve. Ich kann auch den Punkt an einer solchen Stelle noch äh, die Kurve an so einer solchen Stelle nochmal äh, evaluieren. Hier Evaluate Curve, nicht normal Evaluate. Hier meine Kurve und an all diesen Parametern kann ich hier jetzt, okay, Tangent kriege ich ja auch schon raus, Engel bringt mir hier nichts. Point, okay, bringt uns nur das gleiche wie hier. Ich kann aber zum Beispiel mal eine zweite Kurve zeichnen. Machen wir mal aus hier und den auch. Den auch. Mal angenommen, ich zeichne hier eine zweite Kurve. So. Curve. Set One Curve, die hier. Und ich will gucken, wo die sich treffen, die beiden Kurve. Also Curve. Curve, Curve Intersection. Na, dann gehen wir auf Intersect. Hier, Curve, Curve. Und zwar Curve A und Kurve B. Und nun kriege ich die Parameter auf den jeweiligen Kurven. Also für Kurve A hier und dafür Kurve B den jeweiligen Parameter. Also wenn ich jetzt an dieser Stelle es überprüfen will, kann ich hier diese Kurve wieder nehmen und hier meinen Parameter ups, A. Und kriege dann hier diesen Mittelpunkt und eben auch die Steigung an dem. Hier der Mittelpunkt hat jetzt erstmal nichts zu tun mit dem Mittelpunkt, den ich hier rauskriegen würde. Denn hier geht das Ganze auf die Länge, der Parameter geht aber nicht auf die Länge. Und das können wir sehen mit äh, jetzt ein Evaluate Curve machen und sagen, okay, wir stecken hier wieder unsere Kurve rein und diesmal sagen wir aber Reparametrize. So. Das heißt, diese Curve-Parameter, diese Curve-Domain, die wird jetzt von 0 bis 1 gesetzt. Also hier nichts mehr mit 600 oder so. Und wenn ich die von 0 bis 1 setze, dann kann ich hier auch einfach 0,5 machen. Und das ist dann die Mitte. Und habe jetzt hier meinen Mittelpunkt im Parameter. Und hier aber meinen Mittelpunkt von der Länge aus gesehen. Die sind also unterschiedlich. Dieser Parameter hat erstmal nichts mit der Länge zu tun. Können wir die standardmäßige Curve-Domain auch anzeigen lassen. Curve-Domain hier. So, da kriege ich dann raus, was das für eine Domain ist. Und ich kann hier auch eine neue Domain reinstecken. Aber 0 bis 1 kann ich eben auch mit diesem Reparametrize machen. Ähm, wenn ich das Ganze jetzt für eine Polyline mache. Also mal angenommen hier Polyline. Hier ist er, wenn ich mal diese Punkte hier aus der Divide Curve, dann kriege ich hier diese Pulli-Linie. Und ich mache mal hier Internalized Data und Internalized Data, dann kann ich die hier nämlich löschen. Dann sind die mir hier nicht mehr im Weg und ich kann hier mal alles ausblenden, was mich hier gerade stört. Der hier stört mich auch noch so. Jetzt sehe ich hier meine Pulyline. Und ähm, ich mal mein die Curve-Domain von der Polyline angucke, äh, Curve-Domain hier, dann sehe ich 0 bis 10, die Anzahl der Punkte. Jeder Punkt genau auf einer Domain. Wenn ich jetzt also sage, okay, ich nehme mir hier die Curve-Points, um das nochmal äh, nachzuvollziehen. Curve, äh, Entschuldigung, das sind die. Control Points, nicht Curve Points. Control Points. Und ich sage, okay, jetzt will ich äh, den Curve Point, also Closest Point hier, Curve Closest Point. Und zwar will ich diese Punkte auf dieser Kurve haben. Und dann kriege ich nämlich einen Parameter, wo diese Punkte dann jeweils sitzen. Und kann jetzt sagen, wieder hier unseren Evaluate Curve, meine Polylinie und meine Parameter. Dann können wir erstmal sehen, okay, diese Parameter. Und tatsächlich hier einfach nur die Punkte. Und an dieser Stelle kriegen wir hier nun auch Engels angezeigt, denn so eine Polyline hat dann tatsächlich auch äh, Winkel. Die hier sind im Bogenmaß angegeben, also Bogenmaß äh, auf den Kreis bezogen. 0 Grad ist 0, 360 Grad ist 2 mal Pi, 180 Grad ist Pi. Ich kann mir das auch umrechnen lassen hier. Radians und Degrees, so kriege ich das in. Grad. Wenn ich damit rechne, muss ich aber fast immer mit Radiance hier rechnen. Aber so kann man es sich besser vorstellen. Ähm, wenn ich hier jetzt als Parameter mal was anderes eingebe, 5,5, so, kriegen wir tatsächlich hier einfach die halbe Strecke dazwischen. Also bei Polylinien ist das Ganze ein bisschen anders aufgebaut und macht tatsächlich, ist intuitiver als bei anderen. Mal angenommen, wir haben jetzt eine Surface. Ich baue mal fix eine Surface hier auf. Okay, den will ich nochmal kopie, schiebt den mal hier in, in Z-Richtung wollte ich ihn verschieben. So, und dazwischen mache ich Loft. Da muss man alles dann mal in Rhino lernen und lass mir hier die Punkte anzeigen und verschiebe die mal ein bisschen, um das Ganze hier ein bisschen wilder zu machen. Mm, Surface Point. So, mal ein bisschen mehr Krümmung hier in beide Richtungen reinbringen. Diese Kurve hier kann ich auch löschen, die stört mich irgendwo noch. So, jetzt haben wir hier eine ganz schöne Surface. Mit F11 kann ich das wieder aufheben. Die nehme ich mal weg. So, und Surface. One Surface. Alles klar, jetzt haben wir hier unsere unsere Fläche. Und mal angenommen, ich will auch dieses Surface mal ein Evaluate Surface machen. Kein Evaluate Curve, sondern jetzt eben das Ganze für eine Surface. Da gibt es das gleiche auch. Hier auch wieder der Punkt. Dann die normale, also wie die Tangente im Prinzip. Ist. Und hier haben wir das Ganze auch noch in einem, in einem Frame und ein Frame ist eine Plane. Ähm, es gibt jetzt den MD-Slider. Damit kann ich in zwei Dimensionen hier sowas, so einen Punkt auf so einer Fläche setzen. Das ist jetzt natürlich wieder viel zu groß, aber wenn ich hier Reparametrize mache, dann wird das Ganze auch wieder 1 und 1. Und ich kann hier von Ecke zu Ecke gehen oder eben mittendrin so einen Punkt draufsetzen. Und kriege dann hier einen Punkt und einen Frame etc. Ähm, will ich. Jetzt das Ganze mal unterteilen und sagen wir mal, ich will, ich will die, die Steigung die, äh, bzw. die Krümmung an einzelnen Punkten. gucken. Okay, ich sage jetzt mal, ich will diese Fläche unterteilen. Äh, dazu gibt es hier die Surface Points oder es gibt sogar auch den Surface, die White Surface hier. aber kann ich sagen, okay, ich habe hier meine Surface, ich will das Ganze aufteilen in... Ups, nicht 290, 20 wollte ich. In 20 mal 20 Punkte in U und V-Richtung. U und V-Richtung sind wie X und Y-Richtung, nur dass sie auf die Fläche bezogen sind. Und bei X und Y schon vergeben waren als Buchstaben, heißt es hier U und V. Und jetzt sage ich alles klar, ich will an dieser Stelle jeweils nach der Curvature kommen. Und zwar Surface Curvature. Dann kann ich sagen, okay, ich habe hier meine Surface. Und ich habe hier meine Parameter und habe hier meine gaussische Curvature. Und die kann ich zum Beispiel in so einem Text-Tag antragen. Also haben wir hier Text-Tag. Dann kann ich sagen, okay, ich habe hier meine Punkte, das ist die Location und das hier ist der Text, den ich dahin haben möchte. Und jetzt machen wir mal eine Color-Swatch und machen das Ganze schwarz, damit man das auch schön sieht und sagen, okay, hier habe ich jetzt meine Krümmung drauf. Schön angetragen. Ausblenden. Ich kann das aber auch mit einer Farbliste machen. Da wird es dann auf einmal ein bisschen spannender. Wenn ich das hier also wieder ausblende und sage, okay, ich will das Ganze auch wieder unterteilen, aber diesmal mal ein bisschen äh, stärker. Und zwar in 100 mal 100, nicht 10, 100 habe ich gesagt. So, 100 mal 100, kriege ein paar mehr. Äh, sieht dann so aus: ein bisschen feiner. So, und äh, da will ich auch wieder die Curvature. Surface Curvature. Und zwar wieder unsere Grund-Surface ähm, Parameterpunkt hier. Hier müsste eigentlich UV stehen oder Parameter, das wäre wär sinnvoller. Also hier, das ist Parameter. So, und dann habe ich auch wieder hier meinen Gauss und ich will mal so ungefähr wissen, in welchem. Bereich sich der befindet. Also nehme ich hier Bound, ähm, muss ich nochmal flatten, damit ich Bounds aus x- und y-Richtung beide kriege, sonst kriege ich wieder eine ganze Menge Werte und das ist dann hier so ein, okay, von minus ziemlich kleine Zahlen. Und ähm, jetzt kann ich einen Gradient aufbauen. Das ist einfach ein Farbgradient hier. Und wenn ich hier mal reingehe, kann ich sagen, na, Doppelklick, alles klar. Bisschen langsam hier. Okay, ich habe als linke Farbe. Ich fange hier mal mit einem. Ich kann auch auswählen. So, Zürn an. So, rechts ist Rot und dann füge ich noch mal einen in der Mitte hinzu und den mache ich mal Gelb. So, jetzt gehe ich von Zürn nach Gelb nach Rot. Und meine Domain kriege ich hier raus. Und dazu muss ich sie aber für die Upper Limit und Lower Limit, muss ich als Deconstruct Domain machen. Und dann kann ich hier Start und End. Und mein Parameter, der ist hier meine Gauss-Funktion. Und wenn ich jetzt ein Preview mache, Custom Preview, und sage, okay, ich habe hier einmal meine Punkte. Und diese Punkte, die haben jetzt alle eine zugeordnete Farbe hier raus, weil, weil die äh, Punkte auf ihren Gausswert überprüft sind und dieser Gausswert eigentlich nur von dem kleinsten bis zum größten sich auf diese Farbpalette verortet und einen Farbwert ausgibt. Kriege ich hier, und das sieht man besser, wenn ich die Surface ausschalte, kriege ich hier meine Curvature angezeigt. Und kann hier noch ein bisschen mein, meine meine Ausschnitte verändern, um das Ganze noch ein bisschen stärker zu machen. Das eine ist Innenkrümmung hier blau, Außenkrümmung rot und Dinge, die nicht so stark gekrümmt sind, gelb. Um diese Tutorial-Reihe abzuschließen, werde ich mich jetzt nochmal mit einigen Geometrie-Befehlen und mit einigen geometrie befassen. Ähm, ich fange dazu mal an, dass ich eine Kugel erstelle. Das ist okay, und die soll einen Radius kriegen von 25, dass die in Volt XY, wie standardmäßig hier immer im Base-Frame sitzt, ist schon okay. Und ähm, ich möchte auf dieser Sphäre jetzt Punkte erzeugen. Zufällig. Wir hatten schon mal den Populate 2D. Es gibt auch den Populate Geometry. Äh, Populate 3D ist es nicht. Es ist Populate Geometry. Äh, gehen wir mal zu Vector. Hier ist Populate Geometry. Und ich möchte in dieser Sphäre, auf dieser Sphäre, Punkte erzeugen. So, jetzt macht das. Hier haben wir auch wieder ein Seed, genauso wie bei dem zweidimensionalen. Und ich kann hier auch wieder eine Number erstellen. Äh, 0 ist kleiner 100. Kriege ich hier so einen Slider und kann dann eine Vielzahl an Punkten hier drauf basteln. So. Und dann. Kann ich mal, ich möchte jetzt, was, was ich machen möchte, vielleicht kurz als Erklärung, ist hier drauf Zylinder zu setzen, die schön oder, oder Kegel, die schön nach außen gucken. Also ähm, nehme ich mir an dieser Stelle mal, ich muss jetzt die normale an den jeweiligen Stellen wissen, also die senkrechte, dazu brauche ich eine Evaluate Surface. Dazu brauche ich die Surface-Parameter, also erstmal einen Surface Closest Point. So, das sind die Points, das hier ist die Surface und dann kriege ich hier den UV. Ich oh, mache mal wieder Draw Full Names an. So, jetzt sieht man das auch alles. Ähm, jetzt habe ich hier meine UV-Points und kann jetzt ein Evaluate -Eval Surface machen. Evaluate -Eval Surface hier und zwar an diesen Stellen äh, von dieser Surface. Und dann kriege ich hier auch die normale und auch ein Frame. Der Frame ist jetzt, der bringt mir eine ganze Menge. Da kann ich nämlich einfach auf diesem Frame meinen, Zylinder, äh, meinen Kegel erstellen und kann den dann hier machen. Kegel, Cone. Äh, hier haben wir ihn. Die Base ist nämlich mein Frame. Hier kann man jetzt mal wieder ausblenden. Dann haben wir hier diese ganzen lokalen. Ähm, ...lokalen Koordinatensysteme, die jeweils in die normalen Richtung zeigen. Und jetzt haben wir hier einen Radius und eine Length. Und da machen wir mal zwei... ...zwei Slider hin. Und stellen uns das mal so ein, wie es uns gefällt. Okay. Hier. Und Länge. Alles klar. Jetzt haben wir hier so eine schöne stachelige Kugel. Und... Diese Stacheln, da können wir ein paar Informationen mal abgreifen und die mal einfärben, je nachdem wie sie ausgerechnet sind. Und dazu habe ich hier ja meine normale, das ist ein Vektor und die besteht aus drei Komponenten, einer X-, einer Y- und einer Z-Komponente. Und es gibt ja eine Farbdarstellung RGB, Rot, Grün, Blau, die wenn so ein Monitor benutzt wird und die auch aus drei Teilen zusammengesetzt ist. Also im Prinzip kann ich, wenn ich das entsprechend umwandle, hier einen RGB rot grün blau, einen RGB-Wert aus diesen x, y z machen. Wie mache ich das? Ich erstmal deconstruct Vektor, dass ich diesen Vektor hier kriege. Haben wir hier x, y und z und muss jeweils wissen, in welchem Bereich ist das? Denn hier, okay, das ist irgendwie von Minus bla blieb Ich denke, es wird von minus 1 bis 1 sein. Ich nehme aber hier einfach einen Bound und mache das für jeden Einzelnen. Also haben wir hier Bounds und das für x, y und z und erstelle jetzt einen Remap. Den haben wir ja schon. Remap Numbers, okay. Haben jetzt hier... Äh, den auch dreimal. 1, 2, 3 und auch dafür x, y und z äh, natürlich hier die Komponenten x, y, z und meine source ist hier diese Domain. Und das will ich Target machen. Äh, RGB wird standardmäßig in 0 bis 255 angegeben. Das sind nämlich 8-Bit, also 256 Möglichkeiten. Und durch die Kombination 256 mal Rot, 256 mal Grün, 256 mal Blau können wir irgendwie zig Millionen Farben darstellen. Äh, eben nur durch die Kombination davon. Das heißt, ich mache hier einfach ein Panel, da steht 0 to 255. Und das ist die Domain, wo ich das Ganze hinpacken möchte. Die packe ich hier also überall als Target rein. Äh, Source-Target. So, und aus den Mapped, mache ich jetzt Rot, Grün und Blau. Alpha bleibt auf 255. Jetzt ein Preview dazu machen. Custom Preview. Okay, jetzt habe ich hier meine Geometry, das sind meine Cones hier. Und hier sind meine Farben. Dann kriege ich die jetzt schön nach ihrer Ausrichtung. Und dass meine Sphäre jetzt hier nicht mehr so komisch aussieht, kriege ich die nochmal hier in ihren eigenen Preview. Und wird irgendwie Color Swatch oh, so weiß. Mal angenommen, ich möchte jetzt ein bisschen mehr noch mit meiner spikigen Kugel hier machen. Ich möchte sie zum Beispiel ähm, verformen in ihrer Gesamtheit. Dazu gibt es den Morph-Befehl. Mit dem Morph-Befehl können wir uns einfach ein eine Hilfsbox erstellen den Boxmorph hier. Also wir haben die Geometrie, die wir eingeben, dann eine Referenz, das ist eine Box und ein Target, das ist eine Targetbox und das ist eine Twisted Box, Empty Twisted Box Parameter. Das heißt, ich kann hier meine Geometry reinmachen. Das sind hier meine Cones und vielleicht noch meine Sphäre mit dazu, wenn ich Bock drauf habe. So und Dazu brauche ich eine Target-Box, dazu gibt es die sogenannte Bounding-Box. Bounding-Box ist eine Box, die um alles, was man hat, herumpasst. Also so eine Minimalbox, die alles in sich aufnimmt. So, und die will ich in XY, ist richtig, und als Content all das hier, aber als Group, weil wenn ich das so einzeln hier reinmache, dann kriege ich hier für jeden Cone eine einzelne Box. Ich will das aber für alle machen, und deshalb einmal hier Group und dann kriege ich hier nur eine Box, die hier genau rumpasst. Das ist unsere Reference Box. Und diese Box, mit der kann ich auch weiterarbeiten und die in eine Twist Box umwandeln. Und eine Twist Box, schauen wir mal, Twist Box. Hier, Twisted Box. Corner ABC. Auf Deutsch baut aus den acht Ecken eines Würfels einen verdrehten Würfel zusammen. Und da das, das, damit fange ich doch an. Ich nehme mir doch einfach die Ecken des Würfels. Jetzt kriege ich mir Deconstruct b Wenn ich da die Box reingebe, dann kriege ich hier die äh, Vertices. Das sind meine Ecken. Hier. Machen wir mal aus hier. So. Und da sind jetzt acht Ecken drin. Ja, machen wir mal hier Flatten. Wenn wir Flatten machen bei normalen Listen, kriegen wir hier eine einfache Domain. Mit Simplify geht das nicht. Mit Flatten. Kriegen wir hier die einfache Domain, weil wir sowieso schon eine Liste haben. So, und da nehme ich jetzt mal mir Items 0 bis 3, also die ersten vier Items. Hier, so, weil das sind meine Punkte unten. Hier, ein Panel mit 0, 1, 2, 3. Und das ist keine Multiline-Data. So, hier meine vier unten. Das gleiche mache ich mal mit 4, 5, 6, 7. Das sind dann die zweiten. Die ersten kann ich gleich hier reinpacken. Die müssen da alle einzeln rein. Dazu kann ich das hier einfach bang, explode tree. Und zwar vier Outputs und ich muss das graften. Dann wird nämlich jedes und, und, und zum Define. Da wird nämlich jeder einzelne Branch des Trees ausgegeben. Und jeder einzelne Branch hat gegraftet ja dann nur noch einen Punkt drin. Und die kann ich dann einfach hier 1, 2, 3, 4, ups, 4, schon mal die ersten drei hier eingeben. Und die hier, mit denen kann ich jetzt weiterarbeiten. Die kann ich zum Beispiel bewegen. Also Move Geometry, bewegen um einen Vektor. Also, Construct Vector hier. Der besteht aus x, y und z. Und da machen wir jeweils nur ist kleiner als 50. So, x, y und z. Und können das dann hiermit verschieben. So zum Beispiel. Die machen wir mal aus. Die stellen wir jetzt nur noch alles klar. Dann habe ich hier meine bewegten Punkte. Und die kann ich auch nochmal mal eine Rotation draus machen. Rotate und zwar Rotate 3D. Dazu brauche ich die Punkte, einen äh, Winkel, ein Zentrum und eine Achse, Achse, um die gedreht wird. Okay? Meine Achse mache ich mir auch wieder aus dem Vektor. Diesmal allerdings nur von 0,00 äh, bis. Äh, kann ich mir auch hier oben rausziehen. Ausnahmsweise brauche ich mal von 0 bis 1. So. Und zwar in alle äh, drei Richtungen. Das hier ist meine Achse. Dann brauche ich die Geometry, das ist die hier. Okay. Äh, preview aus. Und jetzt brauche ich noch den Mittelpunkt des Ganzen. Und den Mittelpunkt erstelle ich mir am besten, wenn ich hier aus meinen Punkten hier vor eine Polyline mache. So. Und sage, die ist geschlossen. Momentan ist sie hier offen. Set Boolean True. Jetzt ist sie geschlossen. Und jetzt kann ich nämlich hier das Polygon Center mir holen. So. Und jetzt weiß ich hier mein Zentrum. Nehmen äh, wir hier einfach den Center Vertex. So dass ist mein Zentrum um 30 drehen möchte. Und jetzt kann ich hier noch den Engel machen. Und nochmal 0 ist kleiner als 360. Und ich habe mal gesagt, wir brauchen hier äh, Bogenmaß, das sind die Radians. Also wandle ich Degrees in Radians um und kann das Ganze jetzt hier beliebig drehen. Und das entsprechend jetzt hier auch in meine Twistbox machen. Explore Tree, Graph, Simplify. Und noch zwei weitere hinzufügen. Und jetzt habe ich hier meine gesamte Twistbox hier aufgebaut. Wenn ich die jetzt in mein Morph hier hineinstecke, wird das ganze Ding hier verzerrt. Und um das besser anzuzeigen, stecken wir das hier einfach mal hier in unseren Preview. Und... Machen den Rest mal einmal. Zip. Einmal alles aus. Und nun haben wir ja unsere vier mit ihren Stacheln schön verzerrt, mit allen ähm, von ihren normalen abhängigen Cones hier Farben schön sortiert. Damit möchte ich diese Tutorial-Reihe abschließen. Die sollte ein Preview in Grasshopper geben. Sie soll als Hilfe dienen, alle weiteren Tutorials zu verstehen, weil sie sich mit sämtlichen Basics eigentlich befasst. Ähm, beschäftigt euch weiter damit, macht die dazugehörigen Aufgaben und viel Spaß in der Zukunft mit Grasshopper.